Und wie findest du das? Jo. Frag ihn mal. Oh, dieser Assi. Der hat aufgelegt. Zurückrufen. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Das neue Watch Dogs, das kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. So, Leute, das ist das Video. Seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja, ich höre. Ja! Ja! Da habe ich wieder Stimmung gemacht. Oh, und alle sind in Feedback-Stimmung. Ey, guck mal, was die Leute mir hier mitgebracht haben. Ja, hallo Leute, einen wunderschönen guten Tag zu einem wundervollen, ganz tollen Feedback. Die anderen sind nicht da, weil die keinen Bock auf euch haben. Wir haben jetzt Ersatz gefunden in Form von Peter und Heinrich, die ganz tolle Menschen sind, die uns besucht haben, beziehungsweise sich hier beim Herodes eingenistet haben nach mehrmaligen Anfragen. Haben sie sich jetzt in die Dirk gelassen und das einzig wirklich trinkbare PC. Bier ist Kölsch. Es schmeckt, viele sagen, es schmeckt wie Wasser, aber das stimmt nicht, oder? Ja, ne, das schmeckt super. Das ist ja. Also das beste Bier in Deutschland. Er hat es gesagt, also Ehringsdorfer kommt dann in den Müll. Kann ich aus erster Hand beweisen. Willst du mal sippen? Beweisen. So ein bisschen Scissor drin. Kurz zusammenfassen wollte ich noch sagen, ihr seid natürlich alle hässlich und wir hassen euch, deswegen sind die anderen nicht hier. Und zwar sind die anderen nicht da und wie ihr das gesehen habt und so. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ja, an diesem wunderschönen verregneten Tag haben wir uns gedacht, was könnte man denn Besseres machen, als ein Feedback aufzunehmen, wenn draußen scheiß Wetter ist und man nicht Skateboard fahren kann mit seinem neuen Skateboard. Neben Normasch ist übrigens Stainable auch ziemlich hässlich. Ja, Stainable, du bist auch ein Spaß, ey. Ja. Peter, sag du mal was dazu. Warte, danke. Ich hoffe, Normasch hat das Video gesehen und... Er hat es gesehen. Sorgt dafür, dass ich normal werde, ne? So. Ja, ihr kennt ja bestimmt Peter und Heinrich noch aus. Wisst ihr, in welchem Feedback? 17. 9? Ja? Oder war das jetzt nur geschätzt? 9. Aus dem Feedback in Nummer 9. Da waren wir, glaube ich, ganz schön viele. Ja. Nee, wir dachten auch... Wir dachten das, ich dachte das. Danke. Ist vielleicht mal ganz gechillt. Die letzten zwei Runden waren ja sehr, sehr durcheinander. Sehr wild. Mit MCM war ja auch noch dabei. Und da machen wir jetzt hier mal so eine gechillte Runde, die vielleicht ein bisschen höheren Informationsgehalt anbietet. Und dann sehen wir doch mal, wo uns die Reise hinführt, meine Damen und Herren. Leute, wa? Wie bitte was? Nein, ein paar intelligente Leute wie mich. Ausnahmsweise, ja. Ja, das habe ich nämlich mehrmals festgestellt, wenn ich sage, ey, bist du behindert, dann meine ich ja, dass du, meine ich nicht körperlich beeinträchtigt. Dann sag das dumm. Einfach dumm, ja, aber das ist warum ja... Warum immer die dumm? Ja, das ist wie, weißt du, das ist auch drin schwul, ja, das ist, ich finde auch, an schwul ist nichts Schlimmes, aber es ist halt so drin. Aber wenn ich auch schwul sage, dann meine ich wahrscheinlich in den meisten Fällen so, oder wenn ich verwende eher gay, glaube ich. Ja, gay. Und dann meine ich eher dieses übertriebene Gespielte, was dann auch viele mal an den Tag legen, was dann nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun hat, sondern einfach das damit. Ich finde das Bild hier voll schön. Nee, das war jetzt kein gutes Beispiel. Ihr wisst ja, was ich meine, dieses dem Klischee gerecht werden wollen, was dann viele machen. Ja. Das geht dann über die sexuelle Orientierung hinaus. Ist ja auch okay, wenn das jemand machen will, aber das ist dann halt ein bisschen strange. So, das ist ja dann auch quasi nur eine Maske, die man sich aufsetzt. Haben wir schon Kommentare reingekommen? Wir haben eine Vielzahl Kommentare reingekommen, denn der nette Heinrich hat hier sein modernstes Telefon von Xperia zur Verfügung gestellt, damit wir alle mal die haben Kommentare... Wir haben eine Kieselsteinküste runtergeschmissen, das ist nicht kaputt gegangen. Eine Kieselsteinküste? Von Xperia, von dieser Firma da. Ja, ja. Die Kieselsteinküste am Highfield Festival, das war ja. Kieselstein. Ja, genau. Ja, und dann ist uns das nochmal in Schlamm gefallen und der Schlamm ist einfach abgeperlt. Ja. Okay, kommen wir nochmal zu dem... Und das ist super schnell. Ja. Das ist ganz schnell. Wir haben das auch in die Nordsee geworfen. Wir haben das auch in die Nordsee geworfen und dann wiedergefunden. Ne? Dank Xperia. Xperia. Ihr wisst. Ja. Kommen wir doch mal zu den Kommentaren. JMB Butterfly sagt, ist das 4K-Auflösung? Oh, mindestens. Wow. Endlich. Und dann so eine Arsch-Smiley dahinter. Ja. So ein Katzending, was aussieht wie so ein gespreizter Anus-Arsch. Sayaman 210 sagt, wow, ach so, scheiße, das war ein englischer Kommentar, meine Guten. Vincent Wake Up sagt, MCM ist so scheiße. Bezieht er mal bitte Stellung dazu? Naja, ich glaube, also, MCM halt ein bisschen auch genervt hat in dem Feedback. Immer seine Zwischenwürfe und die haben wahrscheinlich genervt und
hat wahrscheinlich nur nicht rausgekriegt, wie MCM wirklich drauf ist und dass er wahrscheinlich auch wahrscheinlich, das lässt sich immer so schwer formulieren, aber das ist natürlich geistig. Ja, ein bisschen geistig alternativ und so. Geistig alternativ. Anders! Halt nur ganz leicht und da muss man schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und ich finde es problematisch, wenn du das nachplapperst, weil so der allgemeine Konsens ist, MCM ist scheiße. Und wenn du dann voreingenommen rangehst und sagst, MCM ist scheiße, weil das alle sagen, dann ist das wiederum auch sehr scheiße. Ja. Ich finde, größtenteils fehlt ihm tatsächlich Bildung. Also ich denke, ein richtiger Umgang könnte aus dem noch gut gehen. Netter Typ werden. Der ist echt ein netter Typ, der hat auch geile Denkansätze und so. Ja. Muss man kennenlernen. Aber wenn du ihn nervig fandest in dem Video, kann ich das nachvollziehen. Er wusste alles. Wenn das die Ausgabe scheiße, was meine ich, Aussage scheiße ist. Er wusste auch nicht so ganz, wo die Reise hingeht, als Trainer und so. Er hat das ja gesehen mit der Musik und so. Wie auch immer, Schack Schack LP sagt Capoeira als Beste. Kann's aber wegen meinem Knie momentan nicht machen. Was ist mit dem Knie passiert? Ja. Oh, diese vorgetäuschte Interaktivität hier. Warte, ich hab das Ding jetzt. Hast du deinen Pfeil reinbekommen? Oh Mann. Ich würde sagen, Halafir sagt, danke für die Warnung an mich. Und zwar, was für eine Warnung? Achso, ja, mit MCM nach 5 Minuten war mir klar, dass es eine gute Idee war, nach deinem Infotape auf Kopfhörer zu wechseln. Wisst ihr, ist peinlich? Mir? Nee, dem. Heinerwahl. Halafir. Wieso peinlich? Na, dass er nicht sich laut gehört hat, das Feedback. Achso, weiß ich nicht. Der hat Angst, dass seine Eltern so was hören. Nee, die Warnung habe ich ja nur gesagt, weil davor sich ja schon einmal beschwert wurde, weil das Feedback davor schon etwas hektischer war. Und das diesmal ja auch nicht viel anders war, zumindest die erste Hälfte. Aber das ist ja, wie gesagt, Anna findet das so unterhaltsamer und wer das und so, da hat ja jeder seine Fetischisses. Er sagt außerdem noch, ich kann heute nicht widerstehen und einen unüberlegten Kommentar zu schreiben. Also wenn ich irgendwelche Drogen konsumiert haben würde, würde ich produktiver sein als MCM mit seinem Bier. Nun, das mit dem Produktiv, das kannst du sehr gerne ankreiden, das tue ich nämlich auch hin und wieder. Wenn der MCM nämlich, ich prognostiziere das mal, wenn der nämlich jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag ein Lied raushauen würde, wenn es nur ein Freestyle ist, schön auf YouTube oder so, vielleicht würde er ja zu einem Moneyboy oder so, kann ja passieren, aber ist da nicht so. Moneyboy ist mega produktiv. Ja, ja. Und er wird natürlich auch mit seiner Scheiße immer besser, weil er macht sich halt in sich selbst irgendwie, also er macht sich einen Namen, den er natürlich nicht hat, mit seinem hier Burr und 21 Entertainment, City Click, Hashtag, genau. Flyer als wie Möwen. Und dieses Universum macht er sich richtig gut. LePet sagt daraufhin, also ich glaube ja, MCM ist die ostdeutsche Reinkarnation von Laoze. Kenn ich nicht. Und da würde ich auch sagen, ja. Wer ist Laoze? Ja, Philosoph aus dem asiatischen Raum China. Ah, Lao Tse. Alter, Lao Tse. Hallo. Lao Tse. Hallo. Ja klar, die Tse natürlich. Ja, Sul Parcours. Ich frage mich, woher diese Person kommt. Ich fahre Freitag nach Weimar, hoffe ich treffe euch dort. Wäre echt epic. Vor einer Woche gefragt. Ich würde mal sagen, das war genau der falsche Ansatz, weil so oft machen wir das Feedback nicht. Wenn ihr denn mal nach Weimar kommt, wie zum Beispiel diese beiden Buben hier, dann solltet ihr vielleicht uns vor der Gamescom treffen. Ja, das wollte ich dazu sagen. Zum Beispiel. Wir können ja jetzt nicht auch einfach zu jedem sagen, yo, kommt hierher. Oder wenn er das machen will, ist ja seine Matratze. Wir können sich gerne teilen. Wenn die herkommen, dann kommen wir wahrscheinlich mit der Klasse oder so. Ich wollte ja sagen, dass wir nicht einfach sagen, yo Leute, kommt alle her, ihr könnt bei uns übernachten, wie diese beiden das jetzt gemacht haben. Zum einen müsst ihr euren Bobbles zur Verfügung stellen, damit er Analverkehr mit euch haben kann. Und zum anderen, ja, könnt ihr bezeugen, oder? Zum anderen... Ich hab geschlafen. Kunde schläft immer auf dem Bauch. Also beziehungsweise auf seinen Knien. Zum anderen wäre es natürlich cool, wenn man sich schon so ein bisschen persönlicher kennengelernt hat vorher, bevor man mal so eine Action zieht, dass man hier irgendwie übernachtet oder so. Aber sagt auf jeden Fall entweder... Nee, ist ja nicht übernachten. Ich glaube, Leute, die sowieso nach Weimar kommen, die werden da ja mit der Klasse Jugendherberg oder so. Einfach bei Facebook fragen, das Beste. Das Hashtag Beste übelst. Also, ne, wenn ihr nur irgendwie hierher kommt... Kennst du das von White Hitty? Dann kann man Hashtag und dann kommt MC Fitty, der Pfandflaschen-Rammler. Rammler. Der mit dem geilen Bart.
Alle hassen seinen Bart, alle hassen seine Art. Boah, los, Alter. Weiter damit, los. Alter, der gammelt nur Pfandflaschen, gammelt bei sich zu Hause rum. Und ich finde, der hat einfach nicht den Style, nicht den Swag, nicht dieses... Ich dachte, du kommst jetzt ein Freestyle, Mann, das ist ja jetzt öde. Ich dachte, du continuest deine Rhyme-Chain. Nee, das ist doch nicht wert. Kann man ja seine Pfandflaschen sammeln. Diesen kleinen Exkurs. Wie sie in Ruhe lassen. Diesen kleinen Exkurs beenden wir mit Cloud Strife. Nein, ich wollte eigentlich noch sagen, ja, kommt gerne her, wenn ihr irgendwie in der Klasse seid. Sagt Bescheid. Privatnachricht an den Hauptkanal am ehesten, allerdings gucke ich da gar nicht so oft rein, weil da auch gar nicht so viel kommt, weil die neue Nachrichtenfunktion ziemlich scheiße ist bei YouTube. Na, ihr wisst ja, wie unser Facebook, es steht ja in der Beschreibung mal drin. Facebook oder? Ist beste, auch ja. Alternativ bei Twitter, weil es sind ja nicht alle bei Facebook. Oder eigentlich wird es eher gelesen, wenn es in den Kommentaren steht, als wenn es als Privatnachricht kommt. Aber ihr könnt natürlich auch eine Privatnachricht schreiben. Dann bitte nicht an Mr. Herford, sondern an den Hauptkanal, weil ich kann nicht die Nachrichten von 5 Kanälen up-to-date sein und so. Cloudstrife sagt, nehmt ihr Drogen, trinkt halt Bier. Achso, nehmt keine Drogen, trinkt halt Bier oder so. MC Hamm hat mir die Augen geöffnet. Ja, das fand ich auch so. Ja, nehmt keine Drogen. Ich finde es echt nicht okay, wenn Leute in der Woche und heute ist Dienstag saufen. Ja. Das war echt Beste. Nee, er hat nicht gesagt, er findet es kacke. Er hat gesagt, er trinkt jetzt grundsätzlich kein Bier mehr, nur am Wochenende. Ja, und es war halt Dienstag. Ja, heute ist mal besonders. Chalafia, guter Mann. Bei dem Judas-Kommentar musste ich gerade furzen und habe mich zeitgleich an meinem Speichel verschluckt. Dann bin ich von meinem Stuhl gefallen, das ist mir erst zweimal passiert. Edit, ich bin erst zweimal von meinem Stuhl gefallen. Und ich finde es echt schön, wie ihr und wir uns alle über die Feedbacks gezogen, öffnen und jegliche... Versteht nicht. Und ich finde es echt schön, wie ihr immer mehr tolle Sachen erzählen. Wie er mit deinem Stuhl. Wie er mit dem Stuhl. Erzähl uns mal mehr von deinem Stuhl. Erzähl mal, was du noch so gemacht hast. Erzähl uns mehr von deinem Stuhl. Lukas Schulz. Ein Sauer verschlucken kenne ich. Passiert in Dauer. Ja. Was? Sehr geil ist auch die Treppe hier runtergeslidet, Robert, das letzte Mal. Ah ja. Das war hier. Der Fall ist ja gewaltig, er ist ein übles gerumst. Lukas Schulz sagt, wenn MCM, der ist heute echt Thema Number One, wenn MCM redet, denke ich, all meine Gehirnzellen begehen Selbstmord. Aber trotzdem korrekt, der Junge. Ja, so ungefähr, das ist sich, ja. Halbwegs und so, ist natürlich jetzt sehr harsch formuliert. Und du musst doch zugeben, ganz so dumm ist er nicht. Ja, ist auch eigentlich kein Scheißdumm. Und ihr wisst ja, wie das ist, Sozialisation, ja, das falsche Umfeld kann aus dem tollsten Menschen ein bisschen schlechte Sachen rausholen. Ja, vor allem, wenn es ein ganzes Leben auf einen einwirkt. Chalafir sagt außerdem, er ist hier echt gut dabei, ich habe echt große Sympathien für den jungen Mann in der Mitte der Couch, wie er da so sitzt und nicht weiß, was er tun soll. Wir waren verschiedenste Leute auf der Couch, weil wir meinten erst. Ich vermute, er meint Danny, der war, glaube ich, die größte Zeit in der Mitte. Danny und Fußball-WM, oder? Danny und Fußball-WM und Danny war außerdem mit in Amsterdam, der war nämlich unser Fahrer, weil Daniel zu faul ist, die hübsche Kackwurst. Gab es da nicht keine Anekdote, dass er seine Instagrams bearbeitet und seinen Filter darüber legen wollte und ihr dann fast in die Leitplanke gecrashed seid? Das war sehr lustig. Ja, Danny, das war sehr geil. Foto gepostet von der Autobahn oder so, kleinen Instagram-Filter drüber und in dem Moment, ein bisschen ausgeschnibbelt. Aber wir haben sehr gute Musik gehört, um uns wach zu halten. Was denn so? Naja, hier die Schlümpfe und so, die ganzen Kinderlieder. Mhm. Nee, sieht man ja am Video. Amsterdam irgendwas Video, ihr habt es doch gesehen auf Nostra Forz oder so. Der Anfang vom Amsterdam Video ist doch auch lebt dein Traum, bla bla bla. Ihr kennt das. Le Pet sagt außerdem, ich gehe jetzt erstmal in die Ecke und ritz mich, weil Robin an meiner männlichen Legitimität zweifelt. Nein. Ja, Le Pet ist doch eine Frau. Ist ja doch. Du bist glaube ich auch derselbe Typ, du bist doch Patrice auf Twitter, oder? Ist das Zufall? Und Patrice ist meiner Meinung nach ein weiblicher und männlicher Name. Oder? Ja. Und deswegen war ich eventuell nicht ganz gewahr deines Geschlechts. Okay. Dazu sei aber gesagt, dass mein Name in amerikanischen Kreisen durchaus auch ein weiblicher Name ist, also sei bitte nicht traurig. Siehe How I Met Your Mother. Mhm. Und Herod ist so überall gleich, oder? Das ist nämlich immer so ein richtig, richtig böser Mensch gewesen. Mhm. Richtig männlich. Ich böser Mann. Herod, der böse König Herod. Adalmar sagt, wie er einfach B-Tight bitet
und so tut, als ob es seine Line wäre. Ich weiß Hat B-Time zu euch gerappt? Es ist nicht so leicht, weißt du ganz genau, gibst du drauf einen Scheiß. Jeder ist der Meinung, dich zu dissen. Jeder Wichser hat ein schlechtes Gewissen, wenn du denkst, was du hast. Guck dich an, kleiner Spaß. Du wohnst in den Knast? Das glaube ich nicht. Ich nehme mich auch Aber nicht. Er hat auch gesagt, eine Line und nicht einen ganzen Part. Und das weiß sogar ich als Rap-Genius, Number One, ja. Hast du den Slot-Battle geguckt? Dass das keine Line war, sondern... Hast du das verfolgt? Das waren seine 16 Bar. Hast du JBW verfolgt? Nee, ich weiß auch nicht, was dieser Schule, irgendwas, irgendein schwuler Typ irgendwie wurde mir mal geschickt, aber keine Ahnung, wie das sein. Ich habe mich damit gar nicht, also ich habe da einmal eingesendet und... Jo. Ist schon alles oben, wollte ich nicht ansagen. Maxdown 2210 sagt außerdem, ich habe zwar nicht ganz verstanden, aber ein Milfkleid. Ich soll ein Milfkleid anziehen, sagt er, aber sie hat ein Maidkleid gesagt. Verstehst du, so eine Maid, so ein Hausmädchen, so schwarz-weiß, so ein Au-pair in Frankreich, die da dann fliegen und die Leute bekochen. Ist und wirklich die so. Und so, die haben so. Sag doch auch mal was. Diese Klischees. Ja, bis jetzt kam ja jetzt nicht so viel an Fragen, wenn man gehaltvolle Sachen dazu sagen kann. Also. Leute, seid mal ein bisschen. Wir machen ja nur Geschwaller. Wenn da mal eine ordentliche Frage kommt, dann. Ich will ja nicht Scheiße lauern. Hinterher denken die, ich bin dumm. Und nicht nur behindert. Naja. Dumm ist der Dummes tut. Genau. Und nicht dumme Sagen. Das ist ja wirklich hier. Sagen ist ja ein Tu-Wort. Die Comfortable Couch Number One ist das hier, ey. Ja. Oh, hier kommt ein langer Kommentar. Kurze Frage: Robin hat sich rasiert. Findet ihr ihn besser mit hier oder ohne hier? Oh shit. Schreibt's in die Kommentare. Oh shit, jetzt müssen wir, glaube ich, cutten. Stimmt, ja. Das ist ziemlich witzig. Bei uns in der Stadt im Platz hat die Bundeswehr aufgebaut: so ein Parcours, so ein Laster und noch so ein Panzerwagen. Da haben sich jetzt die ganzen kleinen Kinder, also sie wollen natürlich Leute rekrutieren für gegen Russland. Ja. Und ich mach mit. Und ich frag so Peter, ey Peter, magst du dich nicht freiwillig melden? Ja, mach doch. Ja, easy. Ja, ich also, was meintest du denn da? Sag doch mal. Es ist frauenpeinlich, ja. Oh. Ja, okay, mein Gott. Klar melde ich mich an die Front. Behinderten Frauen an die Front, wa? Als Schutzschild. Genau. Fand ich witzig. Ah, das war eine Situation für lustiger Mann. Scheiße. Und das hat sich der Scheiße wiedergeben. Das ist irgendwie so mir rausgerutscht. Ich hab ja nichts gegen Frauen. Eigentlich. Wenn die brav sind. Gib mir mal einen Kuss. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm, du. Ich dachte, du findest immer schlimm. Ich musste ja mal die Situation auflockern. Ja, was soll ich sagen? Aus dem Korbett, dass die Produktion der Fanfiction angeht. Genau. Das mit dem Postfach klappt ja jetzt auch bald. Ach. Irgendwann mal. Das war jetzt echt. Jetzt werden alle Kommentare angezeigt. Ja, aber mit Anzeigen oder? Nee, da unten. Fanfiction, ist das, wo die dann so Comics gestalten? Ja, oder ob, wenn, da schreiben sie dann und dann dran. Haben wir sowas? Bis jetzt noch nicht. Ey Leute, schreibt das mal. Mach das mal von der Seite. Weißt du, von David gibt's ganz viel Fanfiction, wie er mit Fabian Siegesmund verkehrt. Und mit verkehrt meine ich wirklich verkehrt. So, guck mal, ich drücke jetzt auf mehr Anzeigen, 10 Zeilen. Ah, guck an. 2012. Das wird's wahrscheinlich liken. Ja, in der Tat. 2012. Nelo Angelo. Und los geht's. Also, ich dreh das mal. Oh, müssen wir ausschneiden. Hey, GEMA-Musik. Ganz kurz. Also, das erste Mal. Ja, hallo? MCM ist dran. Grüß dich! MCM! Bitte? Zu viele Schnitte in einem Feedback. Du bist von meiner Tür, Moment, ich komm runter. Mach mal kurz weiter, ich komm runter, Moment. Warum das? Bis gleich. Wir machen jetzt mal weiter, der Herr Rodes ist weggegangen, um zu unanieren. Das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, war, als ich 15 Jahre alt war. Das erste Mal, dass ich betrunken war, war im Jahr 2500. War das ein... Okay. Und als ich zuletzt Alkohol getrunken habe, hatte man noch Vertrauen in die CDU, was eigentlich nie der Fall war, aber... Oh shit, sorry. Aber das steht hier ja nicht zur Debatte. Cannabis habe ich übrigens auch noch nie konsumiert. Den Kontakt konnte ich zwar nie direkt vermeiden, aber Weimar ist halt Weimar. You know. Ich denke über diese Assi-Jugendgeschichte, dass die typische Kiffer- und Säufer-Jugend mehr als
mehr eine Idee von anderen Menschen ist, um Drogen vor Jugendlichen oder Jugendliche vor Drogen fernzuhalten. Ich will damit nicht sagen, dass es falsch ist, dass es viele Jugendliche gibt, die regelmäßig irgendwelches Zeug in sich reinpumpen. Ich will damit eher sagen, dass die deutsche Jugend weder verloren noch verdorben ist. Ich habe sogar den Eindruck, dass genau das Gegenteil die momentane Situation beschreibt. So gute Abiturabschlüsse und so viele Ausbildungsverträge, welche unterschrieben werden, gab es lange nicht mehr. Puh, ein langer Kommentar und ich muss Luft holen, weil meine Lunge schon wieder einen Kasper macht. Ich weiß gar nicht, wie er auf dieses Thema kommt. Hatten wir das letzte Mal? Meine Meinung ist ja eh standardmäßig, dass jede Generation sagt, die Jugend von heute ist scheiße. Ja. Und wenn das heutzutage schlimmer ist, dann nur, weil es schlimmer wirkt, weil wir das Internet haben, um das, weißt du, man kriegt es einfach bewusst damit. Ja, ja, ja. Man sieht das ja in vielen YouTube-Kommentaren auch, ja. Facebook-Kommentaren und so weiter. Das wird viel deutlicher, halt, wie die Jugend halt sich verändert. Ja, auch, ja. Wir finden die Jugend natürlich zurzeit auch ziemlich scheiße, aber... Die ist halt nur scheiße. Wir waren auch scheiße, ich war auch scheiße. Ja, genau, wir waren ja auch scheiße. Ich war viel scheißeriger als ihr. War neulich so schön auf Twitter. Was war denn da? Ach ja, der Tollpip hat getweetet, wenn er alles gefilmt hätte, was er in seiner Jugend an Scheiße gebaut hätte, wäre er heute YouTube-Star. Und ich habe retweetet, wenn ich alles gefilmt hätte, wäre ich heute im Knast. Und das ist leider wahr. Ich bin da nur mit dem Knast drauf, aber in der Kindheit macht man halt viel Scheiße. Ja. So, ne? Ich kann dazu sagen, der ein oder andere hat ja tatsächlich geschrieben, jo, macht mal öfter über so ein bestimmtes Thema was. Wir machen auf jeden Fall über die Schulzeit ein so ein Ding. Dann machen wir mit, oder ich halt mit anderen wiederum, die nicht in meiner Klasse waren, ein besonderes Video über eine Person, weil da gibt es so viele legendäre Geschichten, die müssen einfach erzählt werden. Wir machen das teilweise auch für uns, um das einfach mal festzuhalten, nicht, dass es in Vergessenheit gerät. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam für euch. Auch wenn ihr die Person nicht kennt. Das ist geplant. Die zwei auf jeden Fall. Und dann kann man halt so zu Straftaten vielleicht machen. Natürlich nur in der Form von, es könnte ja sein, dass ich irgendwann mal ein Fahrrad geklaut habe. Könnte ja so gewesen sein. Das kann doch nicht sein. In meiner Jugend. Hätte ja eventuell passieren können. Nee, ist echt lustig. Vor allem das mit dem einen Typen, das wird sehr lustig, weil das ist so eine legendäre Person, die sitzt zurzeit im Knast. Wir haben das letzte Mal angesprochen. Einfach herrlich. Einfach lustig. Es wird lustig. Kommt dann auch irgendwie demnächst. Gut, habe ich genug gemonologt. Die Domina sagt also, ich glaube ja, wir sind hier alle älter wie 14. Aber das ist auch ein nosterer Fakt. Ich könnte das in einer Statistik nachgucken. Ich glaube nicht, dass alle älter als 14 sind. Na gut, 14 ist schon recht niedrig. Aber nicht alle. Vielleicht so 90%, 95, keine Ahnung. Oh, ja. Ich habe ja auch nichts gegen junge Menschen. Aber ich finde es halt cool, wenn hier so... Peter, du bist 24. Die müssen... Ja. Du bist nicht so... Okay, du bist so 21. Ich bin genau ein Jahr jünger wie du. Ja, und ja, das finde ich halt ganz toll, dass wir halt nicht unbedingt den YouTube-Konsens-Humor haben und nur so die 14- bis 16-Jährigen ansprechen. Ich habe ja auch neulich mal veröffentlicht, wir haben ja auch so 10%, die über 50 sind, da sind bestimmt auch ein paar Fake-Accounts dabei, aber trotzdem garantiert nicht nur. Und ich glaube, die meisten Zuschauer sind tatsächlich bei 18 bis 25 in der Rubrik. Und das finde ich schon cooler. Also halt so alt, wie wir selber sind. Weißt du, ich weiß nicht, das ist so... Bei wem waren das? Ne? Ja gut, den kennen nicht so viele von Apple War, habt ihr vielleicht schon gehört? Ja, Apple War Pictures. Und der Master Jam davon, der hat einen eigenen Kanal. Und ich will dich jetzt nicht angreifen, falls du es siehst oder so, aber bei dem wirkt das halt am meisten so, dass du merkst, dass er sich so ein bisschen für die Leute verstellt, um dieses halt so rüberzubringen für die jungen Leute. Das kriegt man so bei den anderen nicht mit, die sind ja auch routinierter, sowas Großes wie, was weiß ich, iBlali oder so. Solche Witze, die der in dem Video macht, macht er bestimmt nicht 100% auch im echten Leben, sondern denkt sich so, was kommt jetzt so an? Auch nicht unterstellt, das ist nur eine Vermutung, ja. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, dass wir uns halt nicht verstellen und trotzdem Humor auch für gleich alte Personen machen können. Das finde ich sehr toll. Oder auch für Ältere. Nichts gegen euch, die 14 sind, aber und so, ihr habt's verstanden. Puh, jetzt habe ich aber ordentlich gelabert. Alter Schwede.
Brenda Storm. Wieder MCM, was habt ihr nur mit dem Kollegen, ey? Er sagt, nee, Brenda ist ein Mädchenname, oder? Keine Ahnung, egal. Ja, MCM sollte vielleicht mal mit Drogen, was? Ach, sollte vielleicht mal ein paar Drogen nehmen, vielleicht versteht man ihn dann besser. Ja. Leute, was habt ihr gegen Leute, die undeutlich sprechen? Ja. Okay. Hört mal richtig zu und dann funktioniert das. Ja, also ich musste mich bei dir am Anfang auch dran gewöhnen, aber eigentlich geht das. Und ihr kennt ihn ja schon aus Feedback Nummer 9. Ja. Da geht das ja klar. Also ich finde auch nicht, dass man MCM und ich finde auch nicht, dass man dich unbedingt undeutlich versteht. Oh, ich komme ja mit dieser Schiebe. Gib mir ja Mühe. Aber einmal war ich total geflasht. Wann war es das? Vor 2 Tagen. Also, das war nicht heute. Ich muss gerade überlegen, wer... Nee, wir haben uns ja... Doch, gestern haben wir uns auch gesehen. Aber es war vorgestern. Wie auch immer, da hast du... Einmal irgendwie, da hast du, ich sage jetzt mal normal, aber was ist schon normal, ja? Ich also da hast du irgendwas gesagt, so einen Satz und ich habe halt gedacht, hey, wo kam das jetzt her? Weil die anderen waren es offensichtlich nicht und du hast halt ganz normal geredet, ja? Und deswegen, das hat mich total geflasht. Okay, wo komme ich mit? Egal. Ja, also ne, bitte versteh das mit den Gänsefüßchen und so. Ja, normal, ich bin nur normal. Ich hab's da ja eh so, ich bin da ja vorbelastet mit diesem normal, durch meine Großeltern zum Beispiel, besonders meine eine Oma, die dann auch gerne mal gesagt hat, du benimmst dich ja nicht normal und so. Und dann halt, was ist denn bitte schön normal, ja? Wir haben ja auch schon gesagt, vielleicht bist du ja der normale Mensch und wir sind alle die Behinderten. Der Meinung bin ich auch, aber ja, leider bin ich eine Minderheit. Ja, das muss ja nichts heißen, ne? Wie normal in der Minderheit, ihr bekloppt mich nicht überhaupt. Gummibar 72, ich habe übrigens gesehen, du bist der zweite, was mich echt überrascht, die zweite Person, die meinen Kanal der beste Channel auf YouTube abonniert hat, habe ich mal in der Statistik gesehen. Krasser Typ. Ich will auch angerufen werden. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1. Und ich will euch garantiert nichts verkaufen. Und er sagt dann mich, wir sind alle total beeindruckt von deinem Bart. Dankeschön. Wenn du ihn dir kürzest, schickst du mir die Haare dann. Habe ich kürzlich erst getan und habe das leider vergessen. Tut mir leid, lieber Gummibar. Und wenn du uns eine Nummer schicktest, dann wäre das mit dem Anruf eventuell sogar möglich. Pyro 12 Legend, sagt 1D. Ja, keine Ahnung. Okay. Oh, hier ist nochmal einer, wo ich den ich ausklappen muss. Ich bin so versiert, ey. Einen Tag mit so einem Touchscreen und ich bin wirklich Pro. Max Stone. Hey, kennt ihr Andy Strauß? Ihr solltet mal ein Feature mit dem machen. Der hat mehrere Dutzend Videos, in denen er die Denkmäler Deutschlands beleidigt. Mein Lieblingsdenkmal ist die engsten Straßen der Welt. Die engste Straße der Welt. Hab ich noch nie gehört, den Typen. Ihr vielleicht irgendwie? Nee, oder? Aber klang irgendwie erst wie so ein Philosoph oder so. Keine Ahnung, werde ich mal googeln, wenn ich es nicht vergesse. Ja. Ich finde das eigentlich sehr gut, dass hier keine englischen Kommentare mehr sind. Den Scheiß versteht doch keiner. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das ernst meinst. Ich finde das eigentlich sehr cool, wenn englische Kommentare sind. Ja. Und du musst es ja nicht lesen, aber ich glaube nicht, dass du das ernst meinst. Du scheinst ja auch relativ gebildet unterwegs zu sein, wenn du hier schon Determinismus verwendest. Und Englisch ist eigentlich voll die billige Sprache, so, also das geht schon klar, ne? Ja, halt Englisch. Ziemlich easy zu lernen. Also so, ne, wenn man das mal mit Deutsch vergleicht, dann ist das echt der Wahnsinn. Mein Kommentar mit dem Nervengas und dem Kuchen war eine Anspielung auf Portal. Es wirkte, als hieltet ihr mich verrückt für wahrscheinlich, dabei habe ich doch 8 Daumen oder so. Aha, die Daumen sind also die Währung, in denen du deine Menschen 2 Euro. Der ist ernsthaft hierher gekommen, weil er 2 Euro braucht. Da haben wir ein bisschen was geklärt. Ja, in welchen Stückzahlen du dem die 2 Euro auszahlst, oder? Ja, war jetzt geschäftlich. Okay. Nein, aber das Portal, da leider wusste ich das gar nicht. Obwohl ich Portal 1 und 2 gespielt habe, keine Ahnung. Er sagt im Folgenden, wie sehr glaubt ihr an den Determinismus, der laut einiger Forscher aus dem jeweiligen Genoms des Menschen resultiert? Ich glaube, das S war da zu viel. Sprich, hast du Gen 69, hast du die Veranlagung, dick zu werden? Hast du Gen 23 und Gen 42, bist du sehr kreativ, bist auch anfällig für Schizophrenie oder desgleichen Genie und Wahnsinn und so weiter? Anscheinend ist da was dran.
sagt er vielleicht mit Seitenhieb auf uns, weil wir so ganz tolle, wahnsinnige Genies sind. Ja. Ja, na, 50-50, ne? Also die Gene sind 50-50 und also 50 und die Sozialisation ist da auch ein wesentlicher Teil. Ich meine, wir hatten es ja gerade erst für MCM, da kann ich hier in meinem Vortrag diesen wunderschönen Bogen schlagen, wenn du in deiner Kindheit und so nicht gefördert wirst. Ja, einmal das und dann, wenn man auch von irgendeiner Propaganda die ganze Zeit eingetrellert wird, irgendwie, klar wird man davon beeinflusst. So war das ja auch damals halt bei Nazis. Kindern wurden ja auch schon gesagt, die ganzen Juden und so weiter, das ist nur Dreck und so weiter. Und so ist das ja überhaupt entstanden, dass sie halt so verhasst waren. Und dass die Kinder haben, alle Kinder von den ganzen NSDAP-Leuten da, die waren ja auch voll gegen Juden und so ein Scheiß. Ja, die Frage ist auch überhaupt, wie ich mir mal gestellt habe, wie viel von dem, was wir eigenen Willen nennen, ist wirklich eigener Wille und wie viel davon ist das? Wie viel davon ist der Einfluss von außen? Darauf spielt das ja auch so an. Mach mir mal Gedanken darüber. Determinismus, ich weiß nicht, das geht ja auch noch weiter als nur die Gene. Das heißt ja eigentlich, alles, was du machst, ist im Prinzip vorherbestimmt, dadurch, wie du nun mal bist. Aber da kann man sich natürlich streiten, so, ne? Ich bin ein Verfechter des freien Willens und so, aber um auf deine Gene einzugehen, verstehst du? Nehmen wir doch mal das Beispiel MCM, nehmen wir doch mal an, er wäre in seiner Kindheit gefördert worden oder wäre, ich will gar nicht über seine Kindheit sprechen, weil da kenne ich mich auch gar nicht aus. Wir nehmen eine Person X, die total hier, warte, was sagst du, Gen 42, total kreativ veranlagt ist, allerdings, was weiß ich, wie du sagst, irgendwie eine Ideologie eingetrichtert bekommt und da gar nicht irgendwie den Gedanken hat, außerhalb dieses Rahmens zu denken, dann wird natürlich die Kreativität eingeschränkt und deswegen sage ich 50-50 ungefähr, also die Gene sind da schon verantwortlich für. Ich glaube, das Äußere mehr. Meinst du? 50. Ja, das ist ja, also ein 50-50 ist natürlich, ich sage nicht genau, es ist 50% davon und 50% davon, aber weißt du, es hält sich schon so irgendwie. Ich würde sagen, dass von außen ist. Sehr große Einfluss. Ja, okay, also bei der. Jetzt kommt auch an, zum Beispiel nehmen wir das so. Bodenrot. Wenn du so überlegst, Leute, die in Hochhäusern, in Ghettos wohnen, die machen sehr, sehr viel seltener Abi, als Leute, die in reichen Gegenden wohnen. Ja, okay, Abi, aber das Abitur... Zum Beispiel. Ja, na klar, aber Abitur sagt ja jetzt nichts über die Intelligenz. Nein, aber halt, das kommt halt auf die Förderung an, auf den Umfeld. Absolut. Auf das Umfeld. Ja. Okay, also lass uns nicht auf dem 50-50 festfahren. Ich sage nur, es ist von beidem bestimmt. Also ja, deine Gene auf jeden Fall. Ja, ja. Deine Gene sind wahrscheinlich bei der Optik wichtiger und bei der charakterlichen Sache oder allem, was darum geht. Nee, Charakter ne, nicht so. Ist das Äußerliche Optik. Dann. So. Es geht ja noch weiter. Oh, ich habe eine lustige Schulgeschichte. Während meinem Abi hatte ich die Chiffre 69. Ich habe das so hart abgefeiert, weil die Zahl auf dem Kopf ja immer dieselbe ist, quasi ein Zahlenpalindrom. Ich habe dann jeden zweiten Bogen falsch rum mit der Zahl versehen. Das sah richtig komisch aus. Ich fand das so witzig, dass ich mich fast nicht eingekriegt hätte vor Lachen. Sehr schön, die kleinen Dinge im Leben. Nee, coole Sache. Maxstone sagt außerdem immer noch, findet ihr auch, dass Mia, Clara und ich, in Klammern YouTuberin, falsch ist? Kenne ich nicht, kann ich nicht beurteilen, sage ich mal. Ich schaue jetzt fast regelmäßig nach jedem Lost Terraforts Video ein oder zwei Beauty Haul oder Get Ready With Me Videos an und kenne mich da ein bisschen in der Szene aus. Die kritisiert auch ständig ihre Freundinnen, obwohl sie selbst nicht perfekt ist, ey. Okay, kommt wahrscheinlich ganz ernst gemeint zu sein, aber das ist echt komisch. Wenn wir auch noch selber 14 Video hochladen, ist fast immer an der Seite irgendeine Beauty-Scheiße. Obwohl ich da weder irgendwie Text reinpacke von wegen Beauty oder was weiß ich, Lifestyle, was weiß ich, was die da machen. Noch irgendwie der Kanal. Okay, das könnte sein, dass da auf Nostella Forts irgendwie die Kanal-Tags, aber wüsste ich auch nicht. Ja, die Schönheit halt, das ist halt ja, die einzige Beauty. Also, Beauty sind wir auf jeden Fall. Ja, wir vertreten das. Das Alter. Können wir auch aussehen, wie. Denke ich.
Lotus Hans sagt an die Waldorfschüler, wie lief's mit dem Abi? Passenderweise geht die Tür gerade auf und der Waldorfschüler tritt ein. Allerdings hat er sein Abitur noch nicht absolviert, kann aber mal eine kleine Prognose in den Raum werfen. Gut, das mache ich damit jetzt auch. Was war denn die Frage, Herr Robin? An die Waldorfschüler, an den Waldorfschüler, wie lief's mit dem Abi? Es läuft noch. Die Lehrer haben mir übrigens ein Stück von 2,5 prognostiziert, muss ich besser schaffen. Ich will nicht so schlecht wie Robin sein. Ich hatte 2,4 und zweitens... 2,4, alter Scheiße! Und zweitens will ich mal kurz anmerken, vielleicht stimmt ihr mir dazu... Ist das repräsentativ? Bleib ich nein, nein, dass ich das dumm finde, die haben jetzt so eine Voreinschätzung bekommen von all ihren Noten. Ja. Die mit Absicht schlecht. Nee, nicht mit Absicht schlecht. Immer so manche haben besser geschätzt, manche schlecht, um uns zu motivieren. Toll. Also manche haben besser geschätzt, um uns zu motivieren, einige haben schlechter geschätzt, um uns zu motivieren. Hand auf Logik. Was ist richtig? Und warum machen sie dann nicht gleich den wirklich aktuellen Schnitt? Ja. Weil wir nicht motiviert sind. Oh. Ah, okay, weil du zu gut bist oder was? Oder zu schlecht. Also solange du nicht überall 15 Punkte hast, kannst du dich ja immer verbessern. So ist es nicht. Und bei mir war eher die Einstellung, ich glaube, das teilen viele. Wenn ich zum Beispiel in Physik eine 6 kriege, denke ich mir nicht, oh, in der nächsten Arbeit, da strenge ich mich aber mal an. Da denke ich mir dann, oh, scheiß drauf, ich krieg schon irgendwie die 4 oder so. Ja? Physik haben wir da nicht, ich hätte echt Bock auf Physik. Irgend sowas. Physik-Scheiß. Ich habe keine Wahlfächer oder so. Aber es sieht eigentlich relativ gut aus. Ist mir eigentlich auch egal, weil ich muss nicht sofort studieren. Also. Und Schnitt ist auch scheißegal, 2,4. Das sagt ja, was sagt denn das? Das ist nur Geblubber. Ja? Ich meine, einen Wert von der Gesellschaft vorgegeben. Ja, da habe ich einen besseren von der Gesellschaft vorgegebenen Wert als du. Bill. Ja, toll. Aber es sagt halt auch nichts aus. Man. Ich hatte halt keinen Bock auf Physik, konnte es auch nicht, da schäme ich mich ja nicht, das zuzugeben. Du willst also nicht wissen, wie die Welt funktioniert. Dir ist egal, wie das hier alles, wie das, was... Das ist eher Biologie, was du gerade angefasst hast. Biologie ist ja auf Basis der Physik. Alles ist auf Basis der Physik. Das ist halt dumm. Ich habe halt ein 15-Punkte-Englisch-Abitur und dann reißt es halt den Schnitt durch, was weiß ich, was für Physik hatte. Nee, Physik hatte ich kein Abitur. Aber Mathe hatte ich, glaube ich, auch nur 6. Ich habe keine Ahnung, Physik ist zum Beispiel, wenn ein Ball. Und das reißt dann den Schnitt runter. Und was ist so ein Schnitt, Mann? Das ist doch halt auf dem Boden fällt. Das ist doch nur ein Zerrissen. Oder Blubber. Auf dem Mond ist dann die Gravitationskraft. Alter, haben Atome was mit Physik zu tun? Schreibt es in die Kommentare. Nee, die haben was mit Chemie zu tun. Maxstone 2210 sagt weiterhin: Ich weiß nicht, ob die Frage schon mal da war, aber esst ihr hin und wieder eure Popel? Maxstone, du warst so qualitativ hochwertig in den vorhergehenden Fragen. Warum machst du diesen Abstieg hier? Nee, ist doch eine interessante Frage. Ich fand es schon als 20 immer widerlich. Ich habe es nie gemacht. Ja. Ich fand es immer übelst widerlich, wenn ich es mitgemacht habe. Also ich kann mal zugeben, dass ich mit 10 oder so mal mit der Zunge dran geleckt habe, weil, jetzt kommt's, ich so viele im Unterricht beobachtet habe, wie sie ihren Popel gefressen haben. Und ich habe mir gedacht, ich meine, Fetisch hin und her und so, aber okay. Und dann wollte ich halt gucken, ob das schmeckt, ja. Und es ist einfach nur abartig. Ich meine, okay, wer es machen will, okay, aber ich kann es halt echt nicht nachvollziehen. Ich finde, da fehlt ein bisschen Salz. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wonach es geschmeckt hat. Und vielleicht hätte ich es richtig durchkauen müssen, um es zu lösen. Ich glaube, es ist schon salzig. Nach Popel schmeckt das. Ich meine, wenn ich jetzt... Ich habe auf jeden Fall diverse... Es macht eh ein bisschen Spaß, an der Schule Leute zu beobachten. Sebastian Chowder sagt, der kommentiert in letzter Zeit sehr oft, besonders auf meinem Sebastian auf YouTube, Link in der Beschreibung, nicht. Sebastian Chowder sagt, ja, macht mal öfter Videos über bestimmte Themen. Ja, guter Mann, der hat mich auf 2 Daumen hoch, dazu habe ich ja schon eine Stellung bezogen. War ich nicht da, was hast du gesagt? Dass wir 2 Videos über bestimmte Themen machen, bei denen du nicht eingeladen bist, weil du einfach keine Ahnung davon hast, es tut mir leid. Welche Videos denn? Eins mal über die Schulzeit, das mache ich nur mit Klassen. Ach so, ja, ist Klassenkameraden klar. Und dann ein anderes Video über Schmerkner. Was ist das? Eine Person, die ich jetzt nicht beim richtigen Namen nenne. Ach, Nils? Nein! Hä? Bist du dumm? Mit Nils und Danny über Schmerkner. Schmerkner ist. Ach, du. Piep, piep, piep. Ganz toll. Ah, okay. Ist jetzt oder Schmerkner? Ja, das höre ich mir. Das Schmerkner. Wie ist das? Geht jetzt alle. Wie ist der? Geht jetzt. Alle? Aber was piept denn hier so? Der Witz wird auch nicht alt. So. Stört euch das Piepen auch so? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht piepst es ja immer egal. Yeah. Excessive3 sagt, macht bitte mehr Mosch-Videos. Und wie wär's?
Ihr kommt dieses Jahr aufs With Full Force. Warum nennst du es nicht nur Full Force wie die coolen People? Das Full Force ist ein Festival für übelste Hardcore-Abgängers. Und ich muss sagen, Festivals finde ich nicht so geil. Ich finde kleine Gigs geiler. Jetzt können alle wieder sagen, oh, Hipster. Aber nein, ich kann das auch akkurat begründen. Bei Festivals stehst du teilweise so da. Das ist nicht cool. Wenn du aber ein kleines Häuschen hast, wo 100 Leute reinpassen und 50 da sind, dann hast du da Leute um dich drum, die erstens wirklich alle nur wegen dieser einen Band da sind und zweitens hast du halt Platz. Wenn es da auch nicht aufs Maul gibt. Es gibt auch ein Video von Kalle, wie er so auf so einem, ich glaube, das war sogar Media Rising auf Konzert, hat einer so einen Kick, ich kann es vielleicht mal raussuchen, so einen Kick, so hier, so Roundhouse-Kick mäßig. Und Kalle steht halt da, war auch noch klein. Kalle war ja wie Daniel auch lange Zeit sehr klein. Und da ging es halt putz. Und dann sieht man ihn nur noch so kurz durchs Bild. Hat er geweint? Nee, der Kalle ist doch bis Full Force ist der doch unterwegs. Bis so ein Mann. Und ja, also ich finde Festivals auch ganz geil, so mit Campen und so. Das ist ja auch ganz geil, aber wenn es jetzt um das Konzert an sich geht, finde ich auf jeden Fall das an kleinen Geeks besser. Ja, kann ich halt auch so. Damals, und wo sich die Leute ins Publikum gestellt haben, in Erfurt war auch schön. Ja, ich habe zum Beispiel da bei diesem kleinen Gig, den ich eben angesprochen habe, 100 Leute, 50 und so, habe ich dann einfach mal eine Rückwärtssalto von der Bühne gemacht. Das war geil, in die Leute rein, alles cool. War geil. Ich meine, brauch ich kein Fest. Egal. Mir ist egal, brauchst du kein Ding so. Brauchst nur 50 Mann, die da stehen. Ist einmal frei. So, bitte macht mehr Wosch-Mosch-Videos, ja, mal gucken, ne? Also. Nochmal genau dasselbe. Ist wieder die Frage, genau. Die Frage des ein und dasselbe immer wieder machen. Also Bock hätte ich schon, weil das Video zu schneiden hat auch mit Spaß gemacht. Mal schauen, ne? Also der Gag, mit dem hört die Musik ist kurz aus und man hört einen kleinen Jungen Violine spielen oder in der Bibliothek. Oder generell den Gag halt, die Musik ist kurz aus, denn wenn man den zweimal macht, ist es halt kein neuer Gag. So. Dann sagt Mr. Yo Mariko oder Jo Mariko. Sorry, aber MCM geht mir auf den Sack. Frage der Toleranz, ganz klar. Ja, für mich, also der kann ja gerne auf den Sack gehen. Die Frage ist nur, ob er wirklich innerhalb dieses Feedbacks unvoreingenommen zu der Person wurde, die dir auf den Sack geht, oder ob du mit der Erwartung rangegangen bist, MCM ist in dem Video. Das kann ja nur scheiße werden. Aber er hat sich wahrscheinlich auch, weil seine Kommentare so gefeiert wurden, ist auch ein bisschen aggressiver dann durchgezogen. Das kann sein, ja. Obwohl es war schon lustig. Aber jedes Mal wäre es nicht lustig, dieses. Er hat ja echt jedes Wort kommentiert mit irgendeinem schlechten. Ja, Penis so, im Feedback 5 oder so gab es hier da schon so einen Kandidatin. Oh, hat hier so Haare. Noch 3 Minuten, Alter. Ja, kleine Anekdote, wir haben uns den ja gestern nochmal angeguckt. Ja, vorgestern haben wir uns. Und dann habt ihr den gedisst, ey. Erstens, das ist bei 3 Minuten, habe ich den Witz gebracht, von wegen. Schau mal links neben deine Leertaste, von wegen alt. Und dann guckt er mich so übelst doof an. Bei 2 Minuten. 3 Minuten. Schlimm. Genau. Das war genau bei 3 Minuten. Und dann genau bei 3 Minuten kommt dann halt dieses sarkastische Ha, 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 du bist so witzig. Und ja, stimmt. Das ist wirklich verabschiedenswürdig. Ja, das ist vor allem unsympathisch. Ja, total unsympathisch. Das ist wieder gekratzt. Und der war letztens bei uns und das war uns total unangenehm. Ja, aber hat mit uns geschlafen. Wir haben mit dem Billard gespielt und das war richtig, richtig unsympathisch von ihm. Ja, echt. Anarcho-Billard war es. Der war. Kann ich nicht beurteilen. Nee, Leute, wir sehen uns mal auf der Gamescom. Wenn ihr uns seht, kommt ruhig ganz nah ran, leckt dem Herodes am Ohr, das mag der, und sagt, hey, ich bin der und der. Und dann lernen wir uns mal so ein bisschen auf die Karte. Wir haben uns da ähnliches und sie ist ja alle anspucken. Anspucken, weil wir die Sexisten vom Dienst sind. Die beiden haben schon zugesagt. Ja, wir sind dabei, ne? Unsere Spucke ist schon da. Und dann lernt man sich auf so einer emotionalen Ebene kennen und dann kann man mal sagen, ey, komm zu uns einen Tag oder so, ne? Wir führen dich mal rum, wir schmieren dich mal ein, dringen mal in dich ein, das kann man alles machen. Wirklich. Kann man alles machen. Vor allem, wenn ihr so Cosplayerin seid, die sich viel anhaben, die man sexuell belästigen kann, einfach mal heimlich eindringen. Dann kommt her und dann stellen wir euch hier hin und sagen die ganze Zeit sexistische Witze und giegeln an euch rum und so. So, jetzt haben wir das auch ausgereizt, kommen wir zum nächsten Kommentar. Als ich die Beschreibung durchgelesen habe, dachte ich als erstes bei Steadicam PewDiePie bei Wixen erwischt, dass PewDiePie beim Wixen erwischt wurde. Nur den Zusammenhang mit der Steadicam konnte ich nicht erklären.
Dazu sei gesagt, die Unterpunkte, die da angesprochen werden, sind durch Kommata abgegrenzt. Also die jeweiligen Themen, ja, sind dann deswegen... Am besten immer jetzt drei Raupen oder so, die raffen das nicht. Ja, oh, Mensch, ey. Das ist aber so ein typischer Mr. Trashpack oder Le Floyd. Was, Raute? Nein! PewDiePie beim Wichsen erwischt, oh, Schlagzeile und eine nackte Vorhaltsamkeit. Und Snapcam. Ja, aber jetzt weißt du es ja, ne? An dieser Stelle nochmal, in der Beschreibung mache ich mir immer übelste Mühe, jedes Thema, nein, nicht jedes, aber alle Themen so ein bisschen zu ordnen, ja. Wenn ihr was überspringen wollt oder was nochmal sehen wollt, könnt ihr gerne das zu Rate ziehen. Ja. Dahaka sagt, ich wollte nur mal anmerken, dass ich mir dieses Video gerade um 13.37 Uhr angucke. Er spricht auf Leadspeak an, falls... Was hat das eigentlich damit auf sich? Ich weiß, dass es Lead heißt, aber was hat das damit zu tun? Du bist die Elite, wenn du diesen Zahlencode verwendest. Ja. Wo kam das her, meine ich jetzt? Na, Leadspeak. Du benutzt Zahlen für Buchstaben. Ja. Wenn du dich zum Beispiel Elite Killer nennst oder so, dann ist dann das L eine 1 und das E eine 3. Und die Uhrzeit 13.13 Uhr. Alter, das wechselt so oft hin und her hier. Ich muss also, es ist einfach nichts Besonderes. Das ist einfach nur. Es ist halt dadurch entstanden. Die wunderbar zauberhafte Crazy Rock saß mit zwei X'en an Anfang und Ende, die eine von den Kandidaten mit den Cosplays ist, die wir dann sexuell betatschen und alles. Geile Sache, sogar unser Grußvideo habt ihr reingeschnitten. Wieder mal eine tolle Ask-Video. Jo, liebe Weil, Grüße, Rika. Jemand wird sich jetzt verwechseln. Das war doch mit der Botschaft-Kandidatin. Ja. Nee, Crazy Rocks heißt, das ist echt cool. Und ich zieh dein Kleid an, kein Ding. Ich mach das. Ich tanze dann über die Gamescom, das machen wir. Das machen wir. Vielleicht gibt's irgendwie ein Anime oder so, dann machen wir so ein innerhalb vom Gamescom-Video so ein kleines Segment. In real life, vielleicht gibt's da sowas, so Action Mate oder so, die dann halt auch so ein Kleid anhat und dann bin ich das und dann machen wir voll das Real Life Video. Kommentators Kostades sagt, ich dachte schon, ich kann kein Deutsch, als du meinen Kommentar gelesen hast, aber der war gar nicht so schlecht gegrammatikt, als ich nachgeguckt habe. Dazu sei gesagt, das ist schon nochmal ein kleiner Unterschied, ob ich auf diesem Ding hier rumhantiere oder auf diesem hier. Xperia. Xperia. Wie viel hat das gekostet? Sony. Guck mal, wenn es hier runterfällt, klirr! Oh, das Display ist nicht kaputt gegangen. Guck. Wie viel hat das gekostet? Es hat... 500 so ein wenig. Unglaublicher Preis. Das ist echt, das lohnt sich richtig. Ja, nee. Aber ich habe es zum Sonderpreis von 499 Euro gekriegt. Oh, so wenig, noch weniger. Ja, das ist ein Rabatt. Ja, das sind ja diese Telekom-Mitarbeiter. Ja. Telekom ist wiederum nicht so toll. Ex-Telekom-Mitarbeiter. Ja. Ist mir Laster gefallen, nichts zu. Er hat ein bisschen Schuld damit, dass die Aktie gefallen ist. Was? Darüber werden wir jetzt hier nicht sprechen. Das sind Themen, die wir vor Gericht besprechen. Ja, was? Ich muss aber dazu im privaten Rahmen sagen, das gibt mir ja echt nichts. Das ist auch kein Hipster-Gedöns, aber schon allein dieses, das gibt mir absolut nichts. Ich, ja, gell, wenn du den Knopf drückst, dann wird es ja so. Ich habe ja auch bei mir leider hier so Touch, also so halb und halb. Aber selbst die Tasten befriedigen mich nicht. Ich brauche so richtig solche hier, wie an der Fernbedienung, die so echt so Zentimeter sind. So Feedback hast du dann. Ja. Reindrücken, Art. Das gibt mir was. Und da ich eh nicht irgendwie hier auf so Dingern groß zocke, ich habe hier ein Spiel drauf, das Billard, das befriedigt mich. Wenn ich zum Beispiel ganz, hier PS3 spielen tue, wenn gerade nichts ist, dann mache ich immer gern diesen hier. Ja, genau. Ich meine, du spielst auch nicht an der PS3 mit Touchscreen. Noch nicht. Ja, will aber ich. Aber an der 4 ist so ein kleines, an der 4 ist so ein ganz kleines. Genau. Ja, das ist aber cool. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Du hast eine PS4, ne? Ich nicht. Nee, hast du nicht? Es gibt noch keinen Kaufgrund für dich. Okay. Also es gibt noch kein Spiel, wo ich sage, deswegen brauche ich so eine Konsole. Wo? Das neue hier flieg rum und spiel mit Strom spiel. Ja, Infamous, das ist ja ganz geil. Ja, das ist ja ganz geil, aber das ist halt auch nur so eine 8, weißt du, so ein geil zu haben, aber nicht deswegen eine Konsole kaufen. Ja, aber ich denke mal, wenn es so drei Infamous-Likes-Titel gäbe, wäre vielleicht schon eine Idee wert, ja, oder? Ja, kann sein. Ich habe voll Werbung gemacht für eine Konkurrenzkonsole, aber ich glaube, die Wii U habe ich jetzt aufgegeben. Ist Schwachsinn. Nicht kaufen. Ich habe jetzt ein bisschen spät. Macht doch eh keiner. Stimmt eigentlich. Kauft die Wii U. Ja,
Also, Watch Dogs kommt übrigens doch im Herbst raus. Wenn eine Person unter euch ist, außer ihm, die, also unter euch, du bist ja eh nicht, aber wisst schon, die eine View hat, sagt uns mal Bescheid und gibt mal eine kleine Rezension, ja? Hallo Philipp B. Ja, du nicht, du zählst nicht. Von dem weiß ich es ja auch noch. Kommentator Skusades sagt an alle, die können dann Mario Kart 8 spielen. An alle, die Game of Thrones gucken, wenn, da, wenn das Feedback gemacht wird, denke ich mal, wird die Season schon ein paar Folgen weiter sein. Welche Episode war, schrägstrich, ist die beste? Ich gucke, ich mache Binge-Watching. Ich gucke die Seasons, die Staffeln von ja, einer Serie komplett in einem Flutsch, beziehungsweise halt alle Staffeln hintereinander, die verfügbar sind. Und wenn ich dann halt warten muss, dann warte ich. Ich finde es aber eigentlich ganz geil, zum Beispiel The Walking Dead teilt die Staffeln, dass du immer 2x8 hast. Ja, genau. Dass du nicht ein ganzes Jahr auf eine neue Staffel warten musst. Das ist ganz schön heftig. Finde ich eigentlich ganz geil. Jetzt sind es, glaube ich, so 8 Monate oder so, bis Walking Dead wieder los. Das hat ja Breaking Bad ja auch zum Schluss gemacht. Ja, genau. Genau, die haben das in den ersten 8 Folgen und dann die letzten 8 Folgen. Und also, der Cliffhanger nach der ersten 8. Folge, nach der ersten 8. Folge, war schon ziemlich krass bei Breaking Bad. Mhm. Was soll ich noch sagen? Ach ja, nee, hier Sherlock zum Beispiel, das ist krass. Die haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, die machen so 90-minütige Folgen. Mhm. Und die haben bis jetzt 9 und die machen 3 im Jahr. Oder vielleicht sogar alle 2 Jahre. Ich glaube, zwischen der zweiten und der dritten Staffel war irgendwie 1,5 Jahre Wartezeit. Und das hat mich echt umgebracht, weil Sherlock ist echt eine richtig geile Serie. Yo. Die wollte ich, glaube ich, mal anfangen. Ja. Tu das. Das sind halt echt nur quasi 9 Filme. 90 Minuten. Hm. Bist du echt schnell durch und es lohnt sich. Es lohnt sich. Genau wie dieses Handy. Es lohnt sich. Spürt ihr, wie der Geldkoffer hier von der Seite kommt? Danke, Benedikt. Ja, danke. yo. Nee, ist echt eine geile Serie. Phantom Zero. Ja. Nach 3. Welche Serie ich feier im Moment und sehr gerne gucke, ist zwar eine alte, aber. Ein Käfig voller Helden. Mhm. Kennt ihr das? Weißt du, warum ich gegen diese Serie einen Hass schiebe? Pass auf, das ist total dumm. Ich habe die noch nie gesehen. Aber ich habe früher immer King of Queens im Fernsehen geguckt, ja? Und jedes Mal, wenn King of Queens vorbei war, ging es, jetzt kommt ein Käfig voller Helden. Und dann konnte ich diese Serie einfach nicht leiden, weil ich wusste, scheiße, jetzt kommt keine neue Folge mehr King of Queens. Weil es kamen 3 Folgen, ja? Und nach der dritten hieß es dann, jetzt kommt Käfig voller Helden. Alter, ich will lieber King of Queens weitergucken. Aber ja, nee. So schwarz-weiß, ne, mit Nazis oder so. Nein, das war nicht schwarz-weiß. Das war tatsächlich schon in Farbe, aber es ist alt, ja. Aber ja, alt ist schon älter. Ist richtig lustig, wie Amerikaner Deutsche verarschen. Ja, aber ne, das ist noch nicht mal so, sondern das ist eher so lustig in beide Richtungen. Da werden halt aus dem Straflager so 2 die Leiter und ein Wärter da ein bisschen so veräppelt, so ist halt wie dick und doof. Ja, bloß halt hab ich gesehen in dem Straflager. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Könnte ja mal geben, ist echt cool. Ist auch was älter, ja. So hipstermäßig. Ja. vielleicht guck ich da ja auch mal rein, weil ich will die Serie nicht wegen so einem Scheiß verurteilen, aber. Ich habe noch so viel vor mir. Das ist so, glaube ich, hol gerade Arrested Development. Ja. Jetzt fangen ganz viele ziemlich an die Serien an. Muss aber sagen, also die erste Staffel hat mich unterhalten tatsächlich. Aber es hat bis zur ersten Folge der zweiten Staffel gedauert, dass ich laut gelacht habe. Aber trotzdem hat mich unterhalten. Also, yo, Phantom Zero nach 3 Buchstaben Unsinn. Aber der Hals verläuft sich voll. Peinlich habt ihr bekanntlich aus eurem aktiven Sprachwortschatz getrennt. Hm. Aber es gibt doch bestimmt ein paar wenige Alter, das ist mir jetzt gerade peinlich, muss ich sagen. Begebenheiten aus euren früheren Lebzeiten, die euch damals peinlich waren, als ihr das Wort noch kanntet. Würdet ihr in der Retrospektive diese Geschehnisse noch als peinlich bewerten? Falls nein, wie dann? Mir fällt da gerade nichts ein, sag du mal was. Ich finde das nur witzig, weil das ist sowas von in unserem aktiven Sprachgebrauch drin. Ja, er meint wahrscheinlich einfach so auf uns bezogen. Ja, weil wir also peinlich. Ja, wir sagen es die ganze Zeit ironisch. Ich habe mich vorhin total fremd geschämt, weil er so schlecht GTA spielt. So jetzt während in der ersten Klasse in meiner Schule alle so Cowboy waren und so übelst geile. Hey, ich war einfach Baby zu Fasching. Ich war Pippi Langstrumpf, mir ist das auch nicht peinlich, weil. Und da dachte ich so, wir waren schon früher so eine richtig lustige Truppe. Und uns war schon früher Karneval. Was ist denn los mit euch? Karneval. Was ist denn los hier?
Das heißt Karneval. Ist da was los? Das heißt Karneval. Nein, das heißt Karneval. Man sagt Kölle Alat. Aber guck mal, was klingt denn bitte besser, Leute? Bitte mitbewerten. Was klingt besser? Ich habe Gesichtsfasching oder ich habe Gesichtskarneval? Gesichtskarneval ist viel besser. Ja, viel besser. Viel Fasching. Fasching ist doch so nah an Faschist dran. Gesichtskarneval, das ist viel zu das ist Mörder. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr in der ersten Klasse zu dem war. Zu Karneval. Zu Karneval? Ich war mal Son Goku. Ich war nicht Son Goku. Ja, Son Goku. Einer war letztes Jahr Son Goku bei Mensa-Fasching. Ich war die der Putzfrau. Putzfrau. Gute Wahl. Gute Wahl. Ich weiß nicht. Warte. Da ist ein Bild drauf, wie der zu Karneval aussah. Kannst du das aufmachen, ohne das jetzt zu machen? Ja, und selbst das war mir schon nicht peinlich. Und schon mit 6 Jahren war ich genauso ein cooler Typ wie heute mit Robin zusammen. Ja, ich wollte ja gerade überlegen, ob es da irgendwie was gab, was mir früher unangenehm war, aber schon alleine dieses, zum Beispiel, was vielen damals peinlich war, vorzusingen vor der Klasse im Musikunterricht, ja. Ja. Wo ich mir auch schon so dachte. Nee, das hat lange gedauert, bis ich mich dazu. Also, das war dir peinlich, ja? Was heißt peinlich? Ich. Doch, naja. Also, ich fand es halt damals schon so abstrakt. Dass dir das unangenehm ist, obwohl halt jeder die Situation hat, ja? Das ist doch total dumm, so von wegen. Na gut, wir wurden erst in der 9. Klasse zum ersten Mal dazu aufgefordert, insofern war es für mich halt ganz komisch. So, ich fand es halt alleine laut zu sein, als Einzelner von der ganzen Klasse irgendwas. So hast du da gegen deine Introvertiertheit ankämpfen müssen. Sozusagen, genau. Ja, aber sonst, ich weiß ja nicht, wie. Dass das mal bei euch aussieht oder so. Aber. Ja, also ich bin nie so ein. Ich überlege halt auch gerade über Situationen, die so allgemein Leuten peinlich sind, wie halt so vor Leuten reden oder. Niemals. Mir eine der Klasse haben einige sagen so, oh, ich könnte nie vorne Referat halten. Ich hatte nie Probleme mit Trotzfahrfehler. Ja, hatte nie Probleme mit Porno zu reden. Also ich mach nur was. Jetzt gerne. Karneval haben wir mal irgendwas so. Du musst gerade lachen, weil es sich angehört hat wie Porno. Er hatte vorne Frauen gesagt, ich habe Porno verstanden. Ja. Ich habe echt erst kurz überlegt, aber Porno zu reden. Ja. Porno zu reden. Ich habe echt Porno verstanden, also bei dem ersten, weil da wusste ich noch nicht, was du sagen willst. Dann wusste ich Vortrag. Aber ich dachte halt jetzt, Herr Porno? Und ich habe gerade überlegt, Porno vor den Leuten? Ich jetzt echt gerade ein bisschen. Aber jo, ich wollte dich nicht. Du hast vorhin genau das gesagt, ich habe kein Problem mit Frauen. Ich habe verstanden, ich habe kein Problem mit Porn. Nein! Ja, ich habe gesagt, ich habe kein Problem, vorne zu reden. Ja. Also früher hatte ich. Totschfragt wieder, ne? So. Ja. Ja, ist ja auch gerade richtig so. Zu Karneval, zur Schule hatte unsere Klasse halt auch so einen Auftritt ausgearbeitet, so Jungle Camp halt so ein bisschen geflaxt, halt wie man es zu Karneval macht. Im Rheinland. Ja, genau. Und da habe ich auch den Dr. Bob gespielt, ne, hier. Ich habe das zwar nie geguckt, aber mir wurde gesagt, wie der Dr. Bob ist, so ein krasser, kranker Typ oder so. Ist das, sollte man das kennen oder kennt man das nicht? Der soll angeblich in Dings da drin sein, in diesem Jungle Camp. Ich hab's selber echt nie geguckt, aber mir wurde dann halt so ein Skript gegeben, wie der so ist. Der kommt dann irgendwie immer so grinsend raus, so Doktor oder so. Oder muss ich so scheiß das kann natürlich sein, aber wenn ich sagen. Ja, ich hab's ohne Probleme gespielt, ne? Vor allem, halt was Karneval angeht, in Westfalen, wo ich wohne, Herford der Ecke, Bielefeld gibt es ja nicht, Herford der Ecke, kennen die ja kein Karneval, ne? Bin ja auch als einziger Vergleich zur Schule gekommen. Das war peinlich. Nicht! Das würde mich echt mal interessieren, wir machen jetzt mal hier wieder Interaktivität à la, ihr wisst schon. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare oder du halt Phantom Zero oder wer auch immer, wer sich angesprochen fühlt, was euch früher oder aktuell peinlich ist, dass wir da mal irgendwie Stellung zubeziehen, weil das würde mich halt interessieren, weil ich gerade auch nicht auf sehr viele Szenarien komme. Das ist echt eine gute Idee, weil mich interessiert das wirklich. Sagt mal echt, was euch im Alltag unangenehm ist oder wahrscheinlich halt diese typischen Sachen wie hier, was wir angesprochen haben, Vortrag halten oder vorsingen oder was weiß ich, ein Mädel ansprechen oder was weiß ich. Das ist schreibt sehr, sehr peinlich. Das kann ich gar nicht. Schreibt mal.
Er war noch gar nicht fertig. Er sagt, PS zur katholischen Religion. In der griechischen Übersetzung hoben sich die... hoben sie das hebräische Wort für junge Frau als Jungfrau ins griechische übersetzt. Affäre, wo es kann leicht passieren. Es ist wegen dem Wort Jungfrau, was hat die Menschheit Mischige gemacht. Muss das Fenster so weit auf sein? Ich friere mir gerade die Füße ab. Jo, dein fetter Nachbar. Was haltet ihr eigentlich von Vögeln? Also den Tieren. Weiß ich. Niedlich. Gibt da diesen schönen Film Birdemic. Der ist so schlecht, dass er wieder gut sein will, ist es aber eigentlich nicht. Aber könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr auf so richtigen Trash steht. Da greifen die Killervögel an. Ich habe jetzt gerade in deinem Namen für Nomaschs Kommentar einen Daumen hoch gegeben. Es tut mir leid. Nomasch sagt nämlich, ich fand den letzten Feedback-Podcast gar nicht mal so schlimm. Auch wenn zwischendurch aus Gegenden jenseits der Kamera des Kamerablickwinkels geistreiche Einwürfe wie Tina, pack deine Möpse aus. Oder Rap-Parts mit Verbesserungspotenzial schalten, haben Annas Höschenblitzer die gesamte Atmosphäre gewaltig in die Höhe gerissen. Ihr könntet ja auf dem Hauptkanal noch weiter in Richtung soziale Experimente gehen und gucken, was mit der richtigen Tarnung alles möglich ist. Zum Beispiel, was Passanten alles dulden, wenn man von einem vorsätzlichen Kamerateam begleitet wird. Jemanden zu entführen... sowas ähnliches war schon mal geplant, wäre so wahrscheinlich bedeutend einfacher. Da kann man aber niemandem wirklich was vorwerfen. So, zack, gute Idee. Gute Idee, Nomasch. Finde ich richtig gut. Es gab ja auch dieses Experiment hier mit dem Strom, wo es irgendwie hieß, so ein Typ sitzt sich auf der einen Seite, auf der anderen Seite noch ein Typ und der ist so ein Elektro. Und der kriegt jedes Mal einen Stromschlag, wenn der eine Typ A sich dazu entscheidet. Und Typ A muss den Strom immer stärker einschalten und drücken. Aber das ist doch kein Prank-Video, oder? Ist kein Prank-Video, ist ein soziales Experiment. Und daneben steht so ein Professor. Ja, ist halt immer stärker und dann äußert Person A Bedenken, weil Person B langsam ohnmächtig wird. Und der Professor sagt einfach, hier, mach weiter, die Dingsregeln schreiben das so vor. Und dann macht er so lange weiter, bis Person B halt gebrutzelt ist. Mit Schauspielern ist das so. So, aber wenn jetzt ein zweiter Professor daneben steht und nach einer Zeit sagt, ich glaube, wir sollten aufhören, aber der andere Professor sagt, wir sollten weitermachen. Dann hört Person A irgendwann auf zu brutzeln. Wo ist der nächste Strom? Und das finde ich echt... Du läufst in die falsche Richtung. Und tschüss! Mann, hier hört mir jemand zu! Ja, wo ist denn der nächste Strom? Sag's doch einfach mal. Wo ist der nächste Strom? Stell doch die Frage mal richtig. Wo ist der nächste Strom? Mister, ich kann keine Physik. Wo ist der nächste Strom? Wie? Sag mal, wie ist die Steckdose 50 dort? Wo denn dort? Da hinter der Wand wahrscheinlich. Und das ist so ein gutes Experiment. Und deshalb finde ich das von Nummer so gut, weil das ist auch ähnlich. Durch ein Kamerateam fühlt sich der Betreffende so in die Verantwortung, aus der Verantwortung. Und deshalb denke ich, wenn ein Kamerateam vorbei ist, ist ja wahrscheinlich nicht schlimm. Kann man mit Kamerateam mal ein bisschen Scheiße bauen? Also nur so eine fette Kamera sein, oder? Ich fette Kamera wie beim Fernsehen. Mir ist egal. Mir ist es nämlich auch egal. Ja, müssen wir gucken. Machen wir nicht. Ja, und wo wir jetzt gerade bei Nomasch sind, ne? Du weißt, ne, mit dem Minecraft Let's Play. Weit Bescheid, ne? Ja. Du bist schuld, wenn ich weiterhin behindert bleibe. Jetzt weiß ich aber, wir sind jetzt viel näher dran, ne? Ist das kuschelig. Jetzt weiß ich aber, was ich eben noch sagen wollte, nämlich mit den sozialen Experimenten, das ist so eine Sache, das verstehen dann immer nicht alle. Wie zum Beispiel das Ding, was jetzt aktuell nicht mehr auf dem Hauptkanal zu finden ist, aber wenn du es suchst, oben heißt eingeben, Retirement Home Prank, Your Time Has Come, was auch immer. Ich weiß nicht, auf welchem Kanal es hochgeladen ist, irgendwo ist es auf jeden Fall. Wo wir im Altenheim sind und darum tanzen, das haben auch nicht alle sehr toll gefunden. Obwohl ja da übrigens die diepe Message dahinter steht, ja von wegen, jo, eure Zeit ist noch lange nicht gekommen. Eure Zeit ist gekommen zum Tanzen, aber guckt halt das Video. Und ja, das andere war das mit dem Driller Killer. Das ist noch aktuell auf dem Kanal. Das war ja auch, das ist noch das am ehesten soziale Experiment und so, aber. Ja. Ja, das zeigt nur auf, was wir immer aufzeigen. Es hilft halt keinem. Was soll man auch helfen? Das ist immer die Frage. Was hätte man im Idealfall machen können? Was würdest du tun? Oder was solltest du tun? Das ist viel eine interessantere Frage. Was sollte man als Zuschauer oder als potenzieller Hilfenleistender tun? Nee, was sagen wir da im
aktuell, weil das geht ja ganz schön ab, das Hitman-Video. Geh nicht auf meine Frage ein. Nee. Ja, doch, geh ich, du hässlich. Nee. Im Hitman-Video. Nicht. Nochmal bitte. Adjektive als Substantive verwenden ist Hashtag Beste. Du hässlich. Im Hitman-Video sagen ja auch ganz viele, die schreiten nicht ein und so. Ich finde das jetzt gar nicht so verwerflich, wenn man nicht einschreitet, wenn gerade der Hitman einen erdolcht, weil man hat ja auch sowas wie einen Überlebensinstinkt. Wenn man aber danach nicht mal irgendwie Polizei ruft oder Hilfe oder nachguckt, ob die Person eventuell noch lebt und erste Hilfe leistet oder sowas, das finde ich dann schon verwerflich. Ja, aber ja. Ja, genau. Leute, da haben wir's. Schaut, ob die Person lebt. Wenn ja, tritt nochmal nach. Tritt nochmal nach. Wenn nein, ruft die Polizei und verpisse dich. Du bist Tatverdächtiger. Ja, ruft die Polizei, jetzt macht unser Video nur besser. Er sagt außerdem an mich, könnten Sie vielleicht Ihre Abneigung gegen alle YouTuber mit dem Namen Alt-F4-Games erklären? Eigentlich ist er doch einer der wenigen, die ihre Definition von Qualität auf YouTube noch erfüllt. Letztes Video haben wir wieder zu dritt schon gefeiert. Ja, das mit den Battlefield-Kommentaren. Richtig, genau. Richtig lustig. Richtig. Richtig witzig. Frage, habe ich im letzten Feedback was gegen Alt-F4-Games gesagt? Mhm. Ich wüsste nämlich nicht. Vielleicht habe ich ihm ja erzählt, dass du zu mir gesagt hast, dass du ihn nicht magst. Ich habe zu Philipp B. gesagt, dass ich den äußerst arrogant finde. Zumindest aus Philipp dem, B. hat es nochmal erzählt. Aus dem gefiltert, das kann gut sein, weil die zocken GTA 5 zusammen. Mhm. Also wir haben ja mal alle unsere Connection gebildet. Weil ich habe nur gesagt, dass ich aus seinen Kommentaren entnehme, dass es sehr arrogant wirkt. Und dass ich es nicht gut fand, dass er Call of Duty Ghosts zuvor eingenommen war. Weil es hätte ja durchaus sein können, dass die Ghosts gut machen. Und dann nicht mal so den Benefit of the Doubt zu haben, ja. So ein bisschen so, vielleicht ist es ja gut, sondern gleich rangehen, so dem wieder scheiße. Das finde ich nicht so gut, aber ich habe nie gesagt, dass ich den hasse oder sonst was. Das ist ja alles ganz, ganz okay. Abneigung. Achso, ja, er sagt ja. Abneigung. Ja, Abneigung, was weiß ich. Ich interessiere mich halt auch. Also so Battlefield und Call of Duty Videos interessieren mich halt auch so nicht, auch nicht negative Videos darüber oder so. Und seine Definition Spiele einfach die Spiele. Von YouTube, was war das, die Definition? Definition von Qualität auf YouTube erfüllt er ja einen. Ja, kann sein. Würdest du dem widersprechen? Nee, aber ich habe auch nicht so viele Videos gesehen, um dir einen. Weil ich finde ihn richtig, also für dich lohnt es sich auch nicht, ihn einzugucken, du findest ihn nicht lustig. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber wie der kommentiert halt so. Seine ich Art auch, also ist ziemlich interessant und lustig. Ja, also nicht, das soll ja auch nicht gegen ihn privat gehen oder so, aber ich mag seine Stimme auch nicht. Und das ist natürlich doof. Ja, aber er stimmt zum Beispiel nicht, er macht wieder einen neuen Humor, einen Humor, den man auf YouTube so nicht kennt, finde ich. Ja, das soll ja auch total klasse. Ich meine, sagt ja nichts gegen ihn, für ihn als Person, aber manchmal hast du halt was, das magst du nicht hören, weißt du? Ja, oder? Wie gesagt, ein Tipp an dich, persönlich du sollst dann. Mal bei ihm vorbeigehen und ihn 3 Sekunden lang umarmen. Dann fühlt man sich einer Person immer mehr hingezogen. Okay, aber keiner weiß, wie der aussieht, oder? Wo der wohnt. Okay, also da bin ich im Bilde. Schreib ja von gut, ich umarme seinen Kanal einfach mal. Mach das. Ich finde seine Stimme voll süß. Und sein Bild. Ja, hat ja jeder seine Präferenzen. Ich meine, hier, nee, ja, klar. Taddle hier, heißt das so? Taddle? Nee, wie heißt denn sein Kanal? Meatcake. Der hat so eine übelst tiefe Stimme, das feiern übelst viel ab. Ich kann mir das nicht anhören, das ist so unerträglich für mich. Ist halt so. Das ist so persönlich. Aber das spricht ja nicht gegen seinen Content oder so. Das ist ja subjektiv. Ein was wollte ich noch sagen, aber das ist ja auch egal. Ja, habt ihr lieber einen langen Kommentar oder viele kurze? Ja, die Mischung macht's, ne? Ich denke viele kurze. Also naja. Also den jetzt in 3 Teile geteilt, wäre schon schön. War er ja im Prinzip durch Absätze. Naja, aber wenn man dann 3-mal so sein Witz sieht. Ja, das ist vielleicht noch gleichmäßig zwischen den anderen Kommentaren verteilt. Das wäre am besten. Nomasch, wenn du mich ganz lieb hast, schickst du mir mal ein Bild von dir. Ich habe nämlich immer dieses schwarz-weiße Hässlich-Ding, dieses Hässlich da von dir im Kopf, wenn ich an dich denke. Und ich denke so oft an dich. Schick mir doch mal ein kleines Bild mit dem Herzchen drum. Da habe ich so ein bisschen Bezug. Weißt du, da kann ich das Bild 3 Sekunden umarmen und dann habe ich dich gleich mal. Ja. I am Unguo sagt... Also, was das Beste am Pink Battle. Achso, Robin gegen Herodes wäre. Der Dildo-Abdruck auf Herodes Wange. Das Video muss kommen. Habe ich im Feedback besser. Schon? Ja, habe ich. Obwohl, also die Wange ist zu klein. Ich fände so einen Dildo-Abdruck auf dem Bauch oder so. Das hätte mir du hast mir aber in einem Was dich nicht umbringt, macht dich härter ein Gummi auf den Bauch geschnipst. Hm. Teil 2 sollte eigentlich vorletzten Winter fertig werden. Da hat er noch Stress gemacht. Wir müssen jetzt nochmal filmen. Ist übrigens noch nicht draußen. Ja, es wird noch. Würden viele nicht feiern, aber ist auch nicht so gutes Material. Also der Witz wird halt auch beim zweiten Mal nicht unbedingt lustiger, deswegen.
Aber egal, mal schauen, kommt bestimmt irgendwann noch. TheDarkT09 sagt, ist das Mirror's Edge Video, da haben wir schon wieder das nächste, eigentlich noch in Planung oder wurde die Idee wieder verworfen? Lustige Anekdote, wir wollten an dem Tag filmen, an dem so ein Parcours-Video von Mirror's Edge übelst viral ging, was echt gut gemacht war, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So richtig professionell. Also in den Hype einsteigen, du Schwein. Nein, gar nicht. Also, wir wollten ja gerade filmen, dann haben wir das Video gesehen und haben uns gedacht, scheiße, eigentlich müssen wir das nochmal zurück ans Reißbrett. Achso, nicht in den Hype einsteigen? Nee. Wieso nicht? Genau. Ja, das war schon. Genau, das war schon ziemlich die hatten halt auch ein richtig gutes Cosplay. Also, man, die Hand sah halt genauso aus und die Hose war weiß und das hatten wir alles nicht so geil. Und da dachte ich, ist vielleicht nicht so cool. Und auch so wäre es halt noch ein kurzes Video geworden wie hier. Call of Duty. Call of Duty. So 4 Gags hintereinander und fertig ist. Da kann man glaube ich auch nicht so viel machen. Mal schauen, früher oder später kommt das bestimmt noch, vielleicht auch noch auf dem zweiten Kanal. Mal schauen. German to Orbit sagt, naja, Weimar Tag und Nacht ist immer noch besser als Erfurt Tag und Nacht. Gibt es Erfurt Tag und Nacht? Gibt es, das ist einfach nur Leute, die sich beim Langweilen fühlen. Cool. Kuma Sama. So. Ich würde übrigens sagen, das erste Video, das ich gesehen habe, das 1000 Aufrufe hat, aber nur Dislikes. Beste. Wagt euch das jetzt zu liken. Wehe. So, ich würde sagen, es muss weitergehen, deshalb eine neue Nummer für euch. Wollen wir da anrufen? Es ist spät. Okay. Können wir machen. Aber. Wer spielt? Ja, du hast ein Handy in der Hand. Ja, aber ne? Komplett wild. Ja eben, ich will nicht über eure Mobiltelefone entscheiden, ich sage jetzt, Otto, oh, wir rufen jetzt hier an, sonst gibt's Allah. Wenn ihr da anrufen wollt von eurem Geld oder Fahrrad oder so, ist ja völlig okay. So, Leute, das ist bestimmt here we go again. Oder so. Machst du laut? Ein Hautmeister. Mal gucken, ob er rangeht zu später Stunde. Ich soll mal zur Kamera gehen. Wir haben es gerade 10:30, 22:30 Uhr. Mm, ja, machen wir das mal. Halt mal nicht seine Nummer auf, jeden Fall, das Bild. Wer bist denn du? Kamasama. Oskar. Hallo Oskar. Oh, du bist im neuen Video. Und wie findest du das? Yo. Frag ihn mal. Oh, dieser Assi. Der hat aufgelegt. Zurückrufen. Oskar, Alter, das kannst du doch nicht bringen, Mann. Wo kann ich Oskar zurückrufen? Ja, einfach hier oben. Nein, einmal draufdrücken. Hier. Einfach, ja, genau. Oskar, du hast es verkackt, Mann. Das garantiert, der hat garantiert eine fremde Nummer abgegeben. Das kann natürlich sein. Frag ihn nochmal, ob er Osama ist oder wie der hieß. Wie ist der? Kamasama. Kamasama. Entschuldigung, Amloch mein Name. Bist du Kamasama? Was? Bist du Kamasama auf YouTube? Dann musst du dich mal beim Kamasama beschweren, der hat nämlich deine Nummer in dir Kommentarfeld geschrieben. Der hat deine Nummer im Internet veröffentlicht. Wer könnte denn das sein? Keine Ahnung. Kennst du Nosferatu TV? Ja. Ah, okay. Kennst du einen Freund von dir, der Nosferatu TV kennt? Weiß ich, kann sein. Na, der war das dann bestimmt. Warst du schon im Bett? Was? Nee. Nee, okay. Und wie findest du Nosferatu TV? Auf YouTube. Ja. Nee, nicht wie du die findest. Findest du die gut oder machen die scheiße? Ich finde die gut. Und würdest du gern mal mit denen telefonieren? Wieso? Weiß nicht. Wir hätten das vielleicht im Angebot. Wir können dir die Nummer geben, wenn du willst. Na, würdest du das cool finden? Ja. Und was würdest du davon halten, wenn die in ihrem Frage-Antwort-Video bei dir anrufen und sagen, hier, würdest du gerne mal mit Nosferatu TV telefonieren im Video sein? Er ist ganz schön schnell. Ja, worum würde es denn gehen? Naja, also die sitzen dann für gewöhnlich in so einem Video und beantworten Fragen. Und dann rufen die manchmal Zuschauer an, die ihre Nummer in den Kommentarfeldern lassen. Die jeder lesen kann. Und diesmal war das deine. Wink mit dem Zaunspfahl. Nee. Scheiße, ich hab's nicht verstanden. Nein, nee. Okay.
Okay, ja. Oscar. Ey, wir zensieren deinen Namen, aber deine Stimme müssen wir nicht pitchen, oder? Wir lassen es einfach drin, ist alles cool. Okay. Sehr guter Mann. Aber falls du einen Kumpel hast, der Nosterafu guckt, sag dir mal, der soll mal nicht deine Nummer in öffentlichem Internet posten, das ist echt nicht nett. So was macht man nicht. Genau. Gut, also ich würde sagen, die Ehre gebührt dir. Wen findest du am coolsten von Nosterafu TV? Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, okay. Finde ich auch. Hast du noch eine Frage an ganz viele Menschen oder eine Aussage an ganz viele Menschen? Nee, hab ich nicht. So ein Lebensmotto, nach dem du lebst, so. Leb deinen Traum, so was ganz Deepes. Nee, hab ich nicht. Ja, ist schade. Okay, Oscar. Gut, wir wünschen dir auf jeden Fall eine gute Nacht und, ne? Ja. Was machst du jetzt? Ja. Was machst du jetzt noch? Mal gucken. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Was machst du jetzt damit? Mit dem, Telefonat? Ja, wir werden es, verwerten. Wir werden... Es wird jetzt an die NSA verkauft. Ja. Oh ja, das ist gut. Ne, das wird gerade live übermittelt. Ja. Oh, das ist ja cool. Die hören gerade mit, ne? Ja, dann, willst du dem Herrn Busch was ausrichten? Nö. Okay, gut. Mach mal Feierabend. Gott. Ja. Gut, hauste. Du legst auf. Nein, ja. Du legst auf. Nein, ich liebe tschüss, dich. Tschüss, schlaf schön. Ja, tschüss. 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 Arschloch. Hat aufgelegt. Aber warte, wir brauchen das noch. Ich wollte gerade sagen. Okay, du Kajo Majo, du Assi, mach mal die Nummer von dem Typen da rein. Kajo Majo, wie kannst du es wagen, Alter? Und deswegen sage ich, schreibt eure Sama. Nummer nicht privat. Und Nein. Eure Nummern könnt ihr machen, was ihr wollt, nicht die Nummern von euren Freunden. Ja, na klar könnt ihr auch, aber trotzdem, postet die doch nicht so öffentlich. Also auch wenn es eure eigenen ist. Genau, Kumasama, das ist gar nicht gut. Junge. So, block den mal. Ja, der wird sofort mal hier, dass du mal erfährst, wie das ist. Das war ja klar, Alter. Vielleicht hat er es auch schon wieder vergessen, oder? Vielleicht war er total voll oder so und hat es total verachtet. Kumasama, der hat aber schon übelst oft kommentiert, glaube ich. Also im Feedback auf jeden Fall. Max Stone sagt, der war auch schon öfter dabei jetzt hier. Was hat derjenige gemacht, der jetzt im Knast sitzt? Das erfährst du im jeweiligen Spezialfeedback. Der Schmerkner. Meiner einer sagt. Boah, was piept denn hier? Mein einer sagt, ja, ich kommentiere nicht zu viel und reden tue ich bekanntlich ja auch nicht viel. Dafür strahle ich eine innerliche Ruhe aus, die auf andere oft beruhigend wirkt. Außerdem, was soll man als geldgeiler Assi auch groß sagen? Besser nicht, sonst wirst du gebasht, Alter. Dad oder Dat oder keine Ahnung, 1996 W. Du bist bestimmt weiblich. Ne? Oh, geil, les mal vor. Hab euren Zweitkanal, das ist voll sexistisch von mir gerade. Hab euren Zweitkanal durch Zufall entdeckt. Stellt ihn doch auch mal bei eurem Hauptkanal in einem Video vor. Und hab. Ich lass das lieber. Und hab mich sehr gefreut, dass ihr auch mal euer Real Life zeigt und auf Zuschauerfragen eingeht. Sonst will ich auch noch schreiben, dass ich die Pranks mega mag und selber auch mal sowas machen wollen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch wirklich durchziehen könnte. Ich denke mir, dass ich da bestimmt rot werde und mega aufgeregt sein werde. Auf jeden Fall danke für eure motivierenden Videos. Haben wir nicht so ein Video, wo wir unseren Set-Kanal vorstellen? Haben wir, glaube ich, ja. Der, weiß ich nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall ist das in dem Trailer drin. Das ist, this is Nostalgia von dem. Aber, was ihr denn könnt, wenn ihr euch vorstellen könnt, oder mal sowas machen wollten, Angst habt, dass ihr euch peinlich oder dass ihr es nicht ziehen würdet. Probiert aus mit, Scheiße, jetzt hab ich den Namen vergessen. Namen? Da, wo sich alle zusammen treffen und tanzen. In der Disco. Nein! Auf der Straße. Festival? Love Parade? Da wo ich vor... Flashmob. Flash. Genau. Ha, und wir dann im Flashmob. Das ist das Finster, ey. Scheiße. Einer zu tanzen.
Oh. Ey, Robin, das ist nicht lustig. Das ist echt. Das ist wirklich nicht lustig. Aber das war halt so lustig. Weil das ist nicht lustig. Wie kannst du so eine Scheiße labern? Ey, das ist wirklich passiert. Das Lustige ist halt, dass es, nee, das weil es nicht lustig ist, wird es lustig. Das ist ja das ja. Bizarre daran. Ja, auf jeden Fall. Es tut mir leid. Probiert den Flashmob aus. Das ist auch lustig, ja. Okay. Profi. Ich glaube, in dem Feedback-Video, in diesem Format hier, habe ich auch schon einmal den Hinweis gegeben, geht doch mal in eine andere Stadt, wo euch keiner kennt und tut Sachen, die euch sonst peinlich wären, weil die Leute werdet ihr garantiert nie wiedersehen und wenn ihr sie wiederseht, erinnern die sich nicht an euch und von daher macht einfach mal da. Wenn ihr da Hemmungen habt, was weiß ich nicht, fahrt in die Nachbarsstadt oder noch weiter weg und sprecht da 200 Mädels am Tag an oder so und sagt, hey, ich finde dich hübsch, wollen wir uns treffen oder so. Ich muss es ja nicht mehr ernst meinen, einfach nur so, weißt du. Oh, das ist aber ein Spiel mit Gefühl, das braucht man nicht. Ja gut, das ist, ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, ich bin ein schlechter Mensch. Dann sagt halt einfach nur Leuten, die ihr attraktiv findet, hey, ich finde dich hübsch. Ob ihr jetzt nur Männchen oder Weibchen sind, ist ja egal, weil hier sie ist ja vielleicht auch weiblich. Einfach nur, falls ihr da Hemmungen habt. Sowas meine ich jetzt. Ja, ich wollte einfach nur ein Beispiel nennen. Mein Gott. Ich finde dich hübsch. Dankeschön. Oh, ich finde dich so mittel. Was macht ihr denn? Im schlimmsten Fall versüßt ihr diese Person den Tag. Die denkt sich dann, hey, da findet mich jemand attraktiv. So schön, gucke. So, und dann habt ihr vielleicht den Mut, dann auch das zu einer Person sagen, die euch vielleicht wirklich wichtig ist und die euch wirklich voll verguckt habt. Ja. Und so. Wer weiß. Einfach nur hin. Und dann Beziehung, heiraten, Kinder und Haus. Mein Tipp des Tages ist von Mono für alle. Das ist eine Band, eine sehr alte Band, glaube ich, mittlerweile. Hört euch das Lied Langweiliges Leben mal an. Kriegt ihr das Trashback-Gütesiegel? Nein, das ist nämlich peinlich. So, ich hoffe, dem nächsten Kommentar wird die Folge geleistet. Maxdown sagt nämlich, Herodes, zeig mal deine Titties. Nein, ich bin Brieftaube. Versteht wahrscheinlich auch die meisten nicht. Aber wer es versteht, echt, wenn ihr das versteht, dann seid ihr gut. Zeig euch natürlich, die zeige ich im nächsten Nass-Video. Das kommt nachdem ich mal in Bad war dieses Jahr. Und ich freue mich schon richtig auf Bad Falfburg. Dauert dann auch nur dreiviertel Jahr, um das hochzuladen. Wir müssen mal Billard spielen im DLRG-Haus. Nein, machen wir nicht. Warum nicht? Weil ich nicht Billard spielen kann. Orange Just Do It. Nein, und dann, wenn wir im Bad sind, da freue ich mich richtig auf. 15. Mai macht's auf. Und dann spielen wir eine Runde Nass und dann könnt ihr meine Titties in voller Größe sehen. In voller Pracht. Viel Spaß und eine nicht so durche Folge wie letztes Mal oder auch doch. Und vielleicht noch eine Frage, die die Welt verändert. Ihr seid alles schön. Tschüss. Das war doch ein schöner Kommentar. Zwar, ja, einfach machen, das kann man jemandem sagen. Da war zwar keine Frage drin, die die Welt verändert, aber jo. Ey, ich mag dich, warum sage ich nicht jemandem, den ich mag, dass ich den mag? Genau, ja. Warum? The Dark Tea. 09 sagt, wisst ihr eigentlich, was aus den aus der Million geworden ist? Wahrscheinlich haben die Hanfnasen alles schon verraucht. Ich verfolge das ja relativ, er meinte, er hat es noch nicht bekommen und mit dem Steuern versucht er so viel wie möglich rauszuholen. Ja, echt? Also vor einem Monat hat er nicht mal irgendwie einen Kontoauszug oder so gepostet, von wegen hier, 100, die Million ist da und so. Der muss halt mit so einem Steuerfuzzi klären, ob man das versteuert oder nicht. So, das war der letzte von einem Monat oder so. Hart, wie sich das zieht, ey. Bürokratie. Wenn man einmal ein Wort falsch sagt, sagt man es immer falsch. Also immer wieder. Bürokratie. Das war ja auch so peinlich, wie ich retrospektiv nicht sagen konnte. Oh, das war peinlich, ey. Letztens habe ich auch, extern separat vor so einer Kassiererin in Back Factory. Oh. Wir zahlen extern. Da schäme ich mich ja fremd, obwohl ich nicht dabei war, ey. Oh, so. Das war mir so peinlich. Und dann hat MCM mir den Wechselcent gelassen. Oh. So, wir haben jetzt hier. Wir haben Imagine Sandman, der hat nämlich geschrieben, er ist fast 30, guter Mann, auch ein älterer Genosse. Wenn es dich mit dem Rollstuhl umhaut, dann Fernseher kaputt und Genickbruch. Waren wir letzte Folge in einem Rollstuhl? Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber im Englisch. Ach ja, klar. Sehr gut aufgepasst, Peter. Stimmt, Mann. Was sagst du? Ich gucke. Sehr guter Mann. Stimmt, Alter, im Englischen. Ja, ich habe ja den Rollstuhl zum Zocken, das ist echt so geil, ey. Vor allem, wenn du deinen Zockfernseher gegenüber von deinem PC hast und dann so, weißt du, oh, der Podcast ist zu Ende, oh, ich drehe mal schnell mit meinem Rollstuhl um und heiz zum PC und dann, geil. So. Also klaut euch einen Rollstuhl.
irgendwo. Hallo, der war baufällig vielleicht mal und ich habe den wieder ein bisschen zusammengeschraubt und dann ging das. So. Das Krankenhaus war baufällig. Mitch und Sandman sagt außerdem, dass ich schon zu Beginn total am Ende war und das stimmt wohl. Das hat mich einfach zu fertig gemacht, was da abging mit FCM und so, weil der hat halt nicht verstanden, dass wir keine Musik in dem Feedback anhaben dürfen. Weil das einfach viel zu laut ist, erstens, und ablenkt, und zweitens. Wir haben uns ja nicht wirklich Zeit genommen, es ihm ordentlich zu erklären. Wir haben nur gesagt, ja, mach ein bisschen. Ja, aber ich konnte es ihm auch gar nicht erklären, weil ich halt. Ich konnte es nicht in Worte fassen, weil ich so fertig war einfach. Ja, also, ne, und die GEMA macht da ja auch gerne mal einen Strich durch die Rechnung. Verdammt, Alter, was. Hast du ein Gehirnkarneval? Das Karneval ist so lustig. Karneval ist scheiße. So, sein dritter Kommentar ist, was geht mit diesem MCM? Der telefoniert, der Anna, ja, das ganze Handy leer. Das war auch, glaube ich, nicht Annas Handy, oder? Nee. Das war sein eigenes. Nein, Anna war so Flat, mit so kostenlos und immer. Nee, Anna hat kein Flat. Egal, zuletzt sagt er, haha, Robin, gibt zu, ein schlechter Mensch zu sein. Ach so. Weil er über faltige Mädchen bei Mitten im Leben lacht. Ich weiß bis heute nicht genau, was da gemeint ist, aber nehmen wir einfach mal an, das war so gewesen. Ja, ist alles menschlich, kommt vor. Und da du dich über ältere Zuschauer so zu freuen scheinst, ich gehe auf die 30 zu. Den Kommentar meinte ich. So, jetzt sind wir fast durch. Mino mit Herz sagt, an welchen Tagen seid ihr auf der Gamescom? Das weiß ich noch nicht. Ich vermute Samstag, Sonntag? Nee, alle vier nicht, Alter. Ich habe alle vier Zeit in der Schule. Ja, aber Alter, finde ich auch nicht so geil. Also, nee, oder? Alter, nee, oder? Nee. Also ich glaube maximal drei, aber vier, ich finde zwei schon zu anstrengend. Echt? Na, wenn vielleicht alle Bock haben auf vier, und auch schauen, müssen wir noch absprechen. Das ist ja dann auch hier das und so. Es gibt ja jetzt auch keine Dingstickets mehr, ne? Also du musst jetzt jeden Tag einzeln bezahlen. Ja, wahrscheinlich zwei. Irgendwelche zwei Tage. Nee, man kann ja zwei Tage auf einmal bezahlen. Ja, aber nicht, das ist ja nicht billiger, das meine ich. Ja. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bezahle drei zusammen. Ja, wobei, wenn du so rechnest, dass für zwei Tage das 15 Euro kostet, oder sind die jetzt auch im Preis so allgemein teurer? Ich habe noch nicht geguckt. Ja, ich weiß nur, dass keine. Wenn allein zwei Tage 20 Euro kosten, dann kosten vier Tage zusammen 40 Euro und das sind 8 Euro mehr wie ein Viertagesticket. Keine Ahnung. Ein Viertagesticket kostet 32 Euro. Okay. Na, mal sehen. Oh, das ist der letzte dann schon. Also Leon K. sagt noch mehr Pink Battle. Dazu haben wir schon ein bisschen was gesagt. Nee, haben wir nicht, sondern mit dem Deal. Mehr Pink Battle kommt, wenn Daniel Zeit hat. Und Kalle vielleicht Ersatz hatten wir ja letztes Mal schon. Aber es kommt auf jeden Fall früher oder später. Pink Battle. Und Dat 1996... W sagt zum Schluss noch, könnt ihr eure Skater-Skills in einem Skatepark zeigen? Also, ich glaube, Kalle und ich sind die einzigen mit richtigen Skater-Skills, obwohl Daniel kann ich auch schon fahren, aber nicht skillig und so, aber jo, und google doch einfach mal bei YouTube Robin Osterafu Skate-Video und dann hast du das. Dann siehst du das. Von mir, ganz toll. Bisschen ja. Werbung. Schöne Note, um das jetzt zum Ende zu bringen. Ja. Wollt ihr noch eine kleine Anekdote erzählen, damit wir hier... Englischen Part machen wir noch. Muss ich mal gucken, war da jetzt überhaupt was Englisches dabei? Ich habe fast gar nichts. Das aller... Ich habe einen aus Versehen vorgelesen. Ja. Nee, dann mach mal du das Outro für den. Das hatten wir nämlich letztes Mal gar nicht. Wir hatten kein Outro. Es ging einfach nur... Das Outro war, wie ich Nils übelst gay angucke. Na du? So. So, das war dann Schluss, weil danach kam dann fragwürdige Fragerunde mit FCM. Die habe ich galant rausgeschnitten. Die hast du galant wahrscheinlich auch gelöscht, oder? Nee, die Originaldateien habe ich noch. Wer war das nochmal mit dem scheiß High Five so in die Kamera? Ah, das war hier der PewDiePie, genau. Das war nee, den macht doch Brofist, oder? Ja, aha, Brofist, ja genau. Aber in die Kamera rein. Aber das ist halt auch wie so... Die ganzen Kinder mal vor ihrem PC und drücken dann so an ihren Monitor. Ich kann mir das echt vorstellen. Ja. Oh Mann, ey, oh Mann.
Schon lustig. Oh, ist das schlimm. Ja. Deine Anekdote am Ende. Früher gab es auch diese Werbung, wo dieser Keks so in die Kamera reingeht und so abgebissen ist. Und da habe ich immer so, bin ich ins Fernsehen immer angemacht. Und auf Wiedersehen! Tschüss! Ey, ich wollte doch Kritik an PewDiePie anbringen. Oh, du Pisser, Alter, ich habe gerade so gut abmoderiert. Abmoderiert. Halt dein Maul. Zott Monte. Ich wollte nämlich sagen, dieses. Ja, Product Placement. Dieses Fausten, dieses Fisten von PewDiePie, ja. Das ist auch so ein Ding, was hier so ein bisschen künstlich die Community so, weißt du, wir sind alle, wir sind die Bros, aber der hat doch keinen Überblick über 25 Millionen Leute. Ja, oh, dass der irgendwie sagt, ja, ihr seid meine Bros und so. Ich meine, das hat. Ist ja egal, wollte ich nur kurz einwerfen. Der hat ja nur deinen Abmord kaputt gemacht. Ja, hast du. Tschüss! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Dinky Winky! Dipsy! Geht auf Dück Design bei Facebook. Dück Design, so, designt ja. Schleichwerbung, grandiose Sachen. Geht mal auf Dück Design bei Facebook. Sehr gut. Tschüss. Toll, willst du damit sagen, er hat sich ordentlich gesagt oder was? Nein, nein, das ist doch so gut. Ihr wisst doch, wie das ist. Ihr wisst doch, wie das ist. Die Spasten, die haben Vertrauen zu uns. Ja? Die gucken unsere Videos, die kennen uns, wir sind Bezugspersonen, weißt du? Wenn er das sagt, denken die, oh, toll. Die machen Werbung für sich. Wenn wir das sagen, wir können das richtig ausnutzen. Ja, dass die Assis, die vertrauen uns, die kaufen alles, was wir denen kaufen. Kickvieh. Das ist Gras für uns. Das ist Gras, aus dem irgendwie Geld, das Photosynthese mit Geld macht. Die Spasten. Wir können das richtig ausnutzen. Wir können die wie so einen Schwamm auspressen. Robin, die Kamera läuft noch. Ja. Scheiße. Oh, nein. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, das kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt, im Am besten überspringen wir das, indem wir ganz schnell diesen einen englischen Kommentar vorlesen, den ich gefunden habe. Der von Maxstone ist, der eigentlich ein Deutscher ist. Hello and welcome to the English section of this video. Watch Dogs. Auf die Watch Dogs. Isn't that song meine awesome? Meine Watch Dogs. Yeah, because Watch Dogs has the graphics. Yeah, the song goes like, the graphics are Watch Dogs. Graphics. Infamous. Anyways, the graphics are delicious, so, Maxstone says, if I would live in Weimar, the city, town, it's a town where we live, or at least nearby, I'd totally become your stalker. Just in this moment, a great idea has come to my mind. What about featuring some of your fans? I know you, Robin, don't like this term, but just see it as an abbreviation. For people who enjoy your stuff very hard in this context, in the astonishing upcoming show Weimar Tag und Nacht. Well, the last sentence was unfortunately interrupted by huge insertion. Was probably hard to read, sorry for that. Featuring fans, yeah. The problem is that many people want to join us and we can't say, you are going to be in this video and you are going to be in that video. That would be a bit too much, you know. We can't invite 100 people come to us and be part of our video. It's just too much. But if we meet you in person, we can of course do a little vlog thing. Maybe some of you non-German people can visit us or can meet us at Gamescom. Because it's an international event where people from all over the world gather for celebrating gaming. Wasn't that beautiful? Yeah, so, do you know the movie Fight Club? Yes, I know the movie Fight Club. It is awesome and one of my all-time favorites. I do not know this film. I know this film and it's one of my favorites too. You don't? Because it's... It shows you how schizophrenic people work. Oh, spoiler! that's a twist on the movie. Ich wollte kurz mal einhaken. Warte, das letzte Mal. You wanted to hook in? I wanted to hook in. Nope. No. Yeah, so a little explanation here. These guys are Peter and Heinrich. Heinrich? Yeah.
Heinrich, one of the most Heinrich, German names you can find. Heinrich, I am Heinrich. Peter. Ja, Peter and Arik. Arik, was? Henri. I think Americans would say Heinrich. 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 Your battery is low. No, really? Yeah, 14%. Yes, we met them at the Gamescom. I talked to him in front of the building, and warst du jetzt nochmal der mit den Comedy? Richtig. Yeah. So, because of the very very first scene in front of the building, where I said, I'm about to get some bitches or something like that. The scene with the Duke Nukem reference in it. I came here to fuck bitches and chew bubblegum. And I didn't have my bubblegum with me, so I screamed in front of the halls of Gamescom, "Hey, can anybody offer me some bubblegum?" And he came up to me and said, "Yeah, have some. By the way, aren't you the guy off?" And so on. And then he said, "Here, that's my brother," and so on. Yeah. That's how we met. Now they are here and sleeping at my Herr Rodes place, and in his anus maybe. So, and I almost uncovered his secret identity. No. Sorry for that. So, you are a bit out of training. We have to speak more English. Absolutely. What do you think of it? Yes, Fight Club is a good movie. I am in a Facebook group which is offering their members to exchange about their photography is the right pronunciation. Writing this Fight Club question in it came to my mind that you could also create such a group in which people who ever wanted to do such stuff as you do but don't have the means to do so, like Slayerman 210. Also der letzte, der da sein Leben verändert hat und so. Yeah. Don't have to tell me, I didn't see this. Could come in contact with like-minded people in the area and maybe produce some kind of art in the very end. I hope you understand what I try to say. Actually, that's not a bad idea. So he has the plan to do a Facebook group or some kind of forum where they can exchange their feelings and thoughts about expressions. Stuff. Yes, like stuff we do or about our opinions about that's a nice idea. About shame and so, for example. And actually, that's not a too bad idea. I don't know if we can transport this idea, and I don't know if it's attractive to too many people, but we could give it a shot. It could be your own project, mayhem, starting softly but then slowly drifting away into chaos and destruction. What do you Germans say for goodbye? Auf Wiedersehen! Aus der Rhein! But you... Tschüss! Yeah, tschüss! Tschüss is the Ranz version of ciao from the Italians. Ciao. Tschüss. It's really disgusting. Auf Wiedersehen. Yeah, but you are German, so you know you. And he says, Heil the Führer or something like that. No. Rein geht Lert. Yeah. Was heißt reingehauen? We say reingehauen, like, yeah, fist pump, but it doesn't, you know, it's like, yeah, see you soon, reingehauen, which means, yeah, you hau rein. But the word reingehauen doesn't feature any part of fist, yeah? So it just means, yeah, see you, but reingehauen, so. And we like to use reingehitlert, which would mean Hitler's in. It's completely stupid in German as well, but it's kind of funny to change reingehauen to reingehitlert. No. Reingehitlert. So if you want to
to greet your fellows in America or wherever you live, say, yes. Reingehitlert. Pyro 12 Legend says, upload more liked. I don't know if you mean more feedback or if you mean more videos, but yeah, maybe. But this is a Nostera fact, and there is no upload schedule. So, Maxstone 2210 says also, if you had the power to kill like everyone, everywhere, just by thinking strong enough of this person, would you use this power? I mean, you'd kill people like the bosses from Monsanto or Kik, who exploit their workers and bring pain all over the world, you know, some deaths for the good of all. It's very hard writing that stupidly. I'm referring to the book Lullaby. I don't know this book. And my opinion about that is if you kill someone, he would just be replaced by another one. So That's the point by bosses, because the bosses are just representing the system. Those many people who invested into papers. What is Aktien? Stocks. Stocks, yes. And if you kill the boss, another one will be elected, and that's not the way. But it's just I don't think I would use this power. Yeah, if you. But maybe I if I had the power to bring someone pain, I would use it. Oh my god, yeah. Not too much. It's such a cliche to say fuck the system and stuff like that. But I think the system we live in kind of forms these people who end up being those bosses who exploit poor people and hungry people and black people and so on. So if you kill one, he's just gonna be replaced by another. Maybe the next one will be a bit less, but I don't think you can do something. Or a bit more. Yeah, maybe so that one. One or another option. It's possible. I don't know if it's a book. I think it's a book that some philosopher or so said. His fiction is what would happen if Hitler would be killed, and in his fiction he's replaced by another even more evil person and so on. And yeah, maybe it's just fine the way it is. It's not fine, but maybe the best. So Maxstone 2210 also says, about the drugs, I'm somehow always high. It's just my personality. Good for you, buddy. At least nearby, every new person I met is asking me if I have consumed any drugs or smoked something. I'm not very fast in doing stuff, and I always forget things I just got to know about, so I can't really blame them for thinking that. That's why I think that you don't need them. The drunk guy's right. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Yeah, there are quite a few people telling me, hey, you behave like you're on drugs too, when I'm dancing, for example, or when I'm whopping my head to music when I'm skateboarding. It's strange for them and it's completely idiotic. But what you describe is the opposite. You are very slow and like you are a chilly dude, and I'm like, I tend to be hyperactive, if that's the correct word in English. Especially when I'm skating, so it's just stupid. If you don't need drugs, you just need stuff that you enjoy, like skateboarding and dancing. Maxstone 2210. He doesn't give up. If you could, one person of your choice, I don't know, dead or alive, doesn't matter, who would it be? I think Panic would have been a great addition. Okay, I don't understand that one. I'm sorry. You should go to sauna, says Thomas the Thing. Zhang, Sheng, Shuang. Just because it's the best. Is it a country? Sauna? Sauna? Sauna is for me
where I sweat. 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 Yes. Yeah, a little room and which is pretty hot. Yeah. Mm. That's for me a sauna. I do not like it. Commentator Scusati says, why are Canadians so much cooler than USAians? Are they? Oh fuck, I don't know. They're very nice to nice guys. Not like the American USAians. Jesus, USAians. Yeah. Yeah, because they are loyal to England. Not like USAians. But I think it's kind of a cliche as well. Yeah. Yeah. I mean, there are bad Canadians and polite Americans too. So it's true. And Jordan Panzer says, funny thing, I live in Canada, lol, but I'm from the motherland of sauerkraut. Sauerkraut. Okay, ich glaube, das war's. Oh. Yeah, Dagur Erendir sagt, says, what are they saying? Yes, there is an English part, buddy. Maybe you should check that out. And I think that was it. I can remember that you, little Miss Alabaster Skin Faye, commented on this video, but I can't find your comment where I'm now with this modern technology. Because when I checked the first time, if there are new questions and stuff, I saw, hey, Alabaster Skin Faye commented another time. But now there's no Alabaster Skin Faye. You said, yeah, that's right, this is how you pronounce my name. And you, of course, had some awesome questions, I can remember. So, maybe you deleted your comment or it is marked as spam, which would be not so cool. If it is, I'm gonna cut right now to your comment, answer it alone when I'm editing the video and cut back to this. Hello there! I found a question, Mr. Skinfey, and I found another awesome comment which I don't want to miss, so here we go. Alabaster Skinfey says, ha 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 ha, yes Robin, that is how you pronounce my name. I'm surprised you remembered me. Of course I do. Here's some questions to support the English section. Do you have a lot of upcoming video ideas for Nosferatu TV? Yes, I do have a lot of ideas. The problem is that some ideas are connected to some things, requisites. Let me Google that when I'm here with my internet connection. I have the time to Google it. Do it! Requisiten. Why the fuck is it so slow? Awesome. Yeah, props. Properties. 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 Yeah, it's connected to some properties, and because we don't want to spend a lot of money, we try to gather all the properties for free, or maybe we can lend it from friends or something like that. And that's why it can be take a lot of time to get all the stuff we need. For example, the Hannibal video, which we released a few days ago. It took a lot of time to find a fucking toilet for the cell. The prison cell of Hannibal. Yeah, but we found it after all, and yeah, that was just one part. We needed the overall, we needed the bed-like thingy, whatever. We needed a chair, which was not that kind of a problem. We needed the mask, we had to order it, and we needed the orange pants, yeah. So, next question. Do you find thinking of a prank to film is easy or hard? Yeah, it depends. But I would say easy because I only think of pranks... I only do pranks where I find it easy to find ideas. If that makes sense. So I don't
I don't pick a topic and think, well, we could do another... waiter video, for example, but there are no ideas, but fuck that shit, it was a bad example. Let me pick a game. For example, what was it? There was a suggestion from one of our viewers, and it was, man, it was some game. Yeah, let's just say, ah, that's so annoying, I can't think of it. What was it? Yeah, sorry, I don't know. So, let's pick another game. I say Red Dead Redemption. Well, that's not... I say Dragon's Dogma because it's my most favorite game of the last 7 years. I say Dragon's Dogma. And so we have the video game Dragon's Dogma, and it's just not possible to find any cool ideas, so I don't want to do it. But if I see, hey, Assassin's Creed, it makes totally sense to do it in real life, let's do it. And there are plenty of ideas you can put in such a video. But Dragon's Dogma, or what do I have there? Sleeping Dogs. Okay, Sleeping Dogs is a bad example as well. Sleeping Dogs could be turned into real life videos, but yeah, you know what I mean. Yeah, you get the point. So, and most of the ideas are from me. So, basically, what I think is easy to do, or if an idea comes to my mind, we can do it. And I don't want to force ideas to viral videos. We could do a real life version or something like that of every now and then there's a viral video you could turn into a real life version, but only with shitty ideas just to grab the views of this viral shit. But I don't want to do that because the ideas are lame, or it's just not smooth, you know what I mean. I really do have to speak English more often. I'm kinda, you know what I mean. What's your favorite part of being on YouTube? It's basically interacting with the viewers. Yeah, absolutely. Because it's so awesome to have to put something out there and get feedback almost immediately. That's pretty awesome. And of course, something like meeting fans, I hate that term, in real life, for example, on Gamescom and such events, that's pretty awesome. And yeah, other than that, YouTube is not the most user-friendly platforms, I think. There are pretty many broken parts on this website, but it's still pretty awesome. Still, what is the best advice that you have ever been given? Doesn't have to be about YouTube. Well, that's a hard question. I don't know. And I usually don't like to be advised that way. Or I don't want to hear advice and say, yeah, that's it. I'm gonna do a frame for my life and put that advice on it, you know what I mean? That's not so cool in my opinion. Yeah. So, last English comment, where is it? It was another one. Yeah, here, pretty long. World Warm Child says, thanks for your question anyway. Thanks. Do some of you understand French? Yeah, Kalle does understand French. He's basically the only one speaking it. I don't know any sentences other than "Je une petite bite. Est-ce que vous collectionnez des canards vivants?" And there was a third one. Three sentences I said repeatedly. Repeatedly, I don't know, fuck man. When we were in Paris,
Well, what is your thoughts on politics? Do you vote? Yes, I do vote. And thoughts on politics? That's a pretty large theme. So maybe you can do a more precise question about it. So, but I tend to be very liberal. If you could live in any country around the world, which one would it be? Oder würden Sie bleiben in Ihrem Heimatland Deutschland? Ich bin so talentiert, um Google-Übersetzung zu verwenden. Yeah, he used a Google translation. Yeah, any country around the world. That's... if I have to live in another country, I think it would be America, but I don't want to live in America. But if I have to choose, it would be America. And I would love to travel to America for like 2 weeks, and of course Japan for 2 weeks, but living in Japan or living in America or living in what's sexy as well, Ireland is some land I would like to visit, but not living there. I think it's kind of cool here in Germany. Well, too much winter sucks, and the last two winters were pretty shitty. We didn't have snow, but it was cold for 6 fucking months. So maybe I would live in a country where it is warm, for example America, in the southern regions. Yeah, so if you could have the sexy time with a celebrity, who would it be? My French is so awesome. Maintenant, allez-vous faire foutre, je vais me prendre. Oder so. Oh, and why are you not YouTube partner? So, I think you got that wrong. We are YouTube partners. Even on this channel, Nostera. Fucked! But maybe the Nostera feedback is not holy fuck, let me Google it. Monetarisiert. I really have to practice my English skills. Monetarized. Yeah. So, maybe the feedback is not monetarized because it's pretty long, and YouTube is always bitchy about it being monetized. Monetarized! Holy fuck. Maybe that's why you thought we are not partners. But I have this channel as partner. Yeah, it's on the same bank account connected. So... that's why it was monetarized immediately when I started it. So I think. Anyway, there was another question. Sexy time with a celebrity. Who would it be? Well, tough question. I have two answers. Maybe to annoy Anna, I would say Zoe Deschanel, but... I don't want to say Anna's bitchy, but she's bitchy about me being a fan of Zoe in some kind of way, but I don't think... I don't find her sexually attractive that much, that's why it's not the very best answer. So I would maybe say Emma Watson or... what is her name? Jennifer Lawrence. I don't find those two super attractive either, but if I would post a video or a picture of me with Jennifer Lawrence and or Emma Watson, I think the internet would explode just because. I can't understand the hype behind those two. Okay, maybe, yeah, because I get the whole Jennifer Lawrence thing because she's so different than other famous celebrities from Hollywood, but I don't find those two persons very attractive. So, yeah, that's it for today. I cut back to the other folks in the other room,
and now I can edit the video. Peace and out. Thanks for your questions and sorry if I missed another one in that foos here. Foos. Foots. Woost. Yes. Okay. Peace. Cut! Maybe it happened, maybe not. So, yeah, that was the last. Hätte ich einmal geschnipst. Ja, stimmt. That was it for the English section. And did you want to say something? I think the English section is always too short. There are not enough questions for the English section. Yeah, there are less English persons watching those videos, and it's completely fine if you don't want to comment or something. We don't need your comments, but the only thing, if you complain about a short English part, don't do it if you didn't ask an English question. Yeah, that's yeah. But I'm kind of confused that Alabaster Skin Face comment isn't there. Maybe she renamed herself. No, because I know the her profile page. Okay. Maybe she switched the profile pic. Oh, ich habe auch kein Englisch mehr dabei. Also egal. Yo, peoples out there from all over the world yeah. who are watching this video. Goodbye. Nice having you. Yeah. My English is not so good. My German is better. Besser. Reingehitlert. Reingehitlert. So, hier, Brofist. Community, los! Versammelt euch vor dem Fernseher!